So, und damit einen wunderschönen guten Abend. Heute etwas später. Zack. Aus unerklärlichen Gründen. Du bist, glaube ich, ein bisschen aus dem Bild raus. Ja, ist okay. Ist die Kamera? Die Kamera ist schief. Also die Kamera wurde verstellt. Ist das so in Ordnung für dich? Ja, ich kann hier noch ein bisschen mehr reinrücken. Dann rück mich rein. Ja, die Kamera wurde wirklich... Boah, ich bin ja voll nah am Bildschirm. Ich bin ein bisschen weit weg. Also, es ist jetzt aber auch egal. So, ja, Wochenende ist vorbei. War angenehme Zeit. Letzten Donnerstag haben wir ein anderes Stream gehabt. Das heißt, jetzt spielen wir wieder Gwent und wir werden die Woche ein bisschen anderen Streamplan Luft haben. Luft holen, Philipp, Luft holen. Wir werden morgen wieder um 20 Uhr starten, bis 23 Uhr. Hi. Aber Mittwoch und Donnerstag werden wir erst um 20 Uhr. 30, 21 Uhr so starten. Ja, weil. Je nachdem, ob Philipp wieder verpennt oder nicht. Jule hat Spätschicht. Ja, ja. Und heute habe ich ein bisschen verschlafen, gebe ich zu. Okay. Aber erstmal schön die Schuld auf mich alleine schieben. Nee. Das mit dem Spätschicht habe ich geschrieben, bevor ich verpennt habe. Hm. Ist ja auch egal. Das heißt, wir haben morgen ist ganz wie gewohnt und Mittwoch und Donnerstag erst ab 20.30 Uhr oder 21 Uhr Stream. Müssen wir mal gucken. Lässt sich jetzt leider nicht anders machen. Ist doof. Aber ich würde sagen, wir fangen an. Ihr seid kacke. Ihr habt gar keine Zeit mehr für uns. Seitdem ihr erfolgreich seid, Wir sind nicht mehr erfolgreich. Nee. Ach, guck mal, wir spielen gegen Chimiri wieder. Hast du wieder auf Pionier umgestellt? Ja, ja. Wegen Stream Snipen? So, nee, weil ich weiß gar nicht, warum ich auf Pionier umgestellt habe. So, Milva kann ich ganz gut gebrauchen. Ich brauche momentan aber keinen Beweger. Ich hoffe jetzt nicht, dass ich einen Sentinel oder einen Zwerg nachziehe. Ich habe einen Zwerg nachgezogen. Genau den ich wollte. Oh Gott, ich bin auch gar nicht bereit für Gwent. Ich habe auch länger nicht mehr gespielt. Wir haben jetzt eine kleine Gwent-Pause gehabt. Boah, ja, weil du Anno gespielt hast. Ja, jetzt müssen wir erstmal reinkommen wieder. Jetzt müssen wir erstmal reinkommen wieder. Kannst du mir den American geben? American Diner. Dun, 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 dun. Okay. Es ist die Doppler-Variante. Er wird immer noch sehr häufig gespielt, Doppler. Wagelt dann? Das Problem ist halt, er hat jetzt erstmal sehr starke Einheiten, die wir nicht wirklich angreifen können. Jetzt schon Milva, ja. Ach. Ah, warum nicht Milva, ne? Das ist perfekt, gerade um anzufangen. Ich hoffe mal, dass unser Agitator nicht wegnimmt. Ich hoffe nicht, dass er uns einen Zwerg wegnimmt, weil wenn er uns einen Zwerg wegnimmt, können wir unsere Freiwilligen nicht aus dem Deck rausrufen. Mhm. Weil wir haben nur diesen einen Zwerg momentan. Es sei denn, wir spielen Chain Skeks in der ersten Runde aus. Was man natürlich meistens vermeiden möchte, weil wenn wir nicht Last Sail kriegen, möchte ich Chain Skeks nicht so boosten. Okay, nimmt ihn uns nicht weg. Das heißt, wir können nochmal so ein bisschen Thinning betreiben. Thinning is winning. Ja, 2-9er, wenn wir jetzt mit dem Brand spielen würden, wäre es so gut, aber wir haben leider keinen Brand. So ist das. Warum spielst du eigentlich nicht Brand, Evne? Guck mal, er will sie unbedingt zerschießen. Er will sie unbedingt zerschießen, ne? Mhm. Und schieß doch was an und dann zirsta. Denke ich, werde ich auch machen. Hinten Plötze. Nee, Plötze möchte ich nicht anschießen, falls er den hochboostet. So. Und falls nicht, hättest du ihn weghauen können. Ich meine, die Frage ist jetzt, wenn er passt, können wir dann noch aufholen mit zwei Karten. Wir haben mit der einen 6 Punkte. Und mit Circa hätten wir momentan, wir können sogar noch mal bei den Dreale ausspielen, mit Circa einen Punkt mehr holen. Eigentlich ist Kafu now vor der behinderte Name. Kafu, jetzt. Hi, Compact. Hi. Circa würde uns 5, 6 Punkte bringen, die würden uns auch 6, das heißt, wir könnten 12 Punkte aufholen. Abend, Leseratte. Das heißt, wir müssen was Stärkeres außer Circa spielen. Circa. Müssen die Ida spielen, dann wird es aber reichen. Oder sogar ein Barnabas Beckenbauer. Ich habe leider keinen Cleaver auf der Starthand. Ein Cleaver auf der Starthand wäre so perfekt gegen seine Doppler. Hatte ich aber leider nicht. Der Cleaver. Na, wird er passen? Er passt, okay. Ich habe gehört, hier gibt es Fischstäbchen, was?
Dann werde ich tatsächlich mal noch weiterspielen. Gwent immer noch am Leben. Na, was gibt's Neues? Gwent immer noch am Leben, wie ich sehe. Ja, gerade so, ne? Zur Zeit schwächelt es wieder ein bisschen. Jetzt muss ich überlegen. So, CSR wird uns nur 5 Punkte bringen. 6 Punkte, ne? Das heißt, wir benutzen entweder eine Ida oder wir benutzen eine CSR mit einer Aufladung. Ich möchte tatsächlich eher eine... Meinst du, er spielt Artefakte? Nee. Also ja, es gibt eine Möglichkeit, aber eigentlich... Ich gehe eigentlich auch bei Nilfgaard nicht unbedingt von Artefakten aus. Okay, wir haben uns die erste Runde geholt. Jetzt müssen wir nur Karten wie Cleaver ziehen. Aber wir haben auf jeden Fall Last Say, das gefällt mir relativ gut. Eiche gefällt mir schon mal relativ gut, Gregor gefällt mir relativ gut, Hengave-Schwert, das sind alles Karten, die behalten wir auf jeden Fall. Ich möchte überhaupt nichts ablegen. Barnabas könnte ich noch ablegen, dann höchstens. Weil Barnabas ist momentan ein kleines Risiko. Aber wir haben Dryade, wir haben Elf, wir haben Zwerg, wobei selbst wenn ich die beiden booste, reicht es mir aus. Eiche. Die Eiche. Die Eiche. Eiche, mach nicht so. Arm Black Varg, jetzt kommen alle, ne? Jetzt kommen sie. Jetzt haben sie gemerkt, oh, die sind ja doch da heute. Gerade so, ich habe schon überlegt abzusagen. Nachdem ich 40 Minuten warten musste. Wir brauchen Cleaver. Ich habe es echt bereut, dass ich kein Bier von Arbeit mitgenommen habe. Ja, hättest du mal gemacht. Ja. Natürlich sind wir genau eine Infiltrator, ne? Cleaver, perfekt. Skirmisher vor Schwertmeister. Aber okay. Nicht zwei. Okay, die einzige Karte, die wir nicht gezogen haben, ist Moen, aber ansonsten haben wir eine ziemlich gute Hand. Eigentlich war das heute ein voll trauriger Tag. Wieso? Ich weiß nicht, den ganzen Tag auf Arbeit. Falls er noch einen Pikinier hat, benutze ich glaube ich sogar eine Anführerfähigkeit oder meine Skirmisher. Jetzt haben wir sogar, weißt du, wir hatten davor keinen Zwerg, jetzt haben wir drei Zwerge, weil Cleaver und die beiden Skirmisher sind in der Hut. In der Hut. Hut. Tut mir voll leid, weil ich ein bisschen müde bin. Heute Nacht kam Game of Thrones. Ah, wir sind ein bisschen kaputt. Ich habe auch die Nacht durchgemacht. Das Video kam heute halt tatsächlich ein bisschen früher. Aber dafür habe ich halt nach Game of Thrones halt das Ding gerendert. Also fertig gemacht. Und ist heute auch mal kein Spielvideo, sondern halt ein Vlog. Ein Vlog. Habt ihr unseren Vlog gesehen? Für das volles Community-Treffen vom Gamesfest. Ein Vlog, wo wir ganz viele Sachen in die Kamera halten. Nein. Okay, er fängt sogar nicht an damit. Aber jetzt hat er mir die Option gegeben, das Zierste auszuspielen. Die Sache ist, ich werde sowieso in den Leo Bonhard reinspielen, ne? Wegen der Eiche. Okay. Ich kann auch erstmal was anderes spielen. Die Frage ist, habe ich noch irgendwas anderes? Ich könnte auch erstmal eine Evelina ausspielen, ne? Du hast mir nicht mal Kuchen mitgebracht. Tut mir leid. Erst warten lassen und dann nicht Kuchen. Psst. Da vibriert dein Handy. Aber wir haben extra so gesagt, dass wir halt wenig kommentieren wollen. Oder halt, dass es sich jetzt nicht so ums Kommentieren drehen soll. Das ging ja ums gesamte Event. Ja. Dass wir das einfach mal vorstellen. Weil die Games Week ist auch nicht so ein Riesen-Event und... Wir haben mehr das Event. So, das Kommentieren war halt auch schwer. Wir haben halt nicht so viel geredet über die Spiele, sondern mehr so drumherum. Und das Problem war halt auch, du hattest halt diese riesen Halle, wo aufgenommen wurde, wo es halt auch ziemlich laut drin war. Also hätte das leicht untergehen können. Ja, man hat es auch, ich glaube, auf den Aufnahmen hat man es nicht ganz so gut gehört sogar. Ich kann jetzt auch einen Barnabas raushauen, ne? Weil wir haben sowieso nichts anderes mehr. Ich habe aber, wir sind gar nicht zum Spielen gekommen. Also es gab nach Ende des Vlogs gab es noch zwei, die gespielt haben. Aber da haben die Kameraleute nicht mehr aufgenommen. Aber niemand hat ihn besiegt. Ich glaube auch nicht, dass wir ihn besiegt hätten.
Wobei, wir hätten auch damals Bran gespielt, ne? Nee, wir hätten Monster gespielt. Nee, wir hätten Bran. Monster. Ich hab Bran abgegeben. Wollen wir gleich eine E-Mail gucken? Ich hab die E-Mail sogar noch, die du ich hast mir gesagt, hab. Du hast Monster abgegeben. Bran-Monster. Bran-Monster, ja, ja. Bran das Monster habe ich abgegeben. Ich hab Bran abgegeben. Ich habe überlegt, ob ich Monster-Deck abgebe. Ich habe gesagt, mit Monster hätte man vielleicht noch ganz gut besiegen können. Das Problem ist halt, wir haben zwei Skirmisher um die Hand, ne? Und der spielt halt um die Skirmisher drumherum. Die haben halt alles in einer Reihe spielt. Aber ich wollte eh nicht spielen. Ich spiele nicht so gerne auf Turniere. Meine Turnierzeit ist vorbei. Hat mit Yu-Gi-Oh! Geendet. Ja komm, machen wir das. Hallo, bin ich schwanger oder warum heilt ihr drei? Black ist doch gar nicht da. Ja, der wird einen Leoborn hart haben, ne? Hallo, True Darkness. Oder bin ich so fett geworden? Hast du gesagt, ich bin fett? Er wird einen Leoborn hart haben, aber einen Leoborn hart kann ich mir halt klauen. Es sei denn, jetzt sofort wieder zurück auf die Hand. 10 Philipp als 2. Okay, ist Leoborn hart eine gute Karte, die ich mir klauen könnte? Nein, wozu? Naja, also jetzt 8 Punkte mache ich mit dem Handgain-Schwert. Ich kann Hexer kaputt machen. Ja, stimmt. Stimmt. Und die Frage ist überhaupt, ob man Zwiers spielt. Also er könnte natürlich auch ein Zwiers spielen, Schub, aber... warte mal. Guck mal auf seinen Friedhof. Guck nicht auf seinen Friedhof. Schon, okay. Schub ist es nicht, weil er hatte die hier. Ah ja, die genau. Aber ich glaube, er belegt halt auch nochmal... Aber wir sind immer noch bei Shinmeri. Boah, Alter, was ist bei mir los? So langsam as fuck heute. Er macht jetzt auch minus Points. Das größte Problem ist halt, ich habe die Skirmisher auf der Hand, ne? Meinst du, er spielt einen Shilat? Ich habe Angst, dass er einen Shilat spielt. Leoborn hart ist raus. Das heißt, ich werde tatsächlich erstmal die Angriffskarten ausspielen. Peter ist auch raus. Ich hätte vielleicht sogar zuerst einen Shaden's Gex ausspielen sollen. Weil wenn jetzt ein Shilat kommt, haben wir ein Problem. Dann ist Shaden's Gex auf einem Punkt. Meinst du, dass Schub der dritte ist bei euch? Achso. Ja. Achso. Wo ist eigentlich die Bratpfanne? Tot. Die wurde ersetzt durch Schub. Achso, den Pühlschub, ja, stimmt. Ja. Die Bratpfanne ist jetzt eine Kamera, eine Webcam. Was könnte er noch haben? Könnte noch Vivien nochmal zurücknehmen, ne? Hat er noch irgendeine Form von Angriff? Hallo, Bombe. Eine Form von Angriff, ne? Peter, Leo. Sviers könnte er noch haben. Ich weiß nicht, ob er. Also, er könnte sogar noch Asaya auf der Hand haben, ne? Ich habe Angst, dass er Asaya hat und dann Vivien nochmal zurücknimmt. Das heißt, ich werde jetzt erstmal einen Skirmisher als Futter ausspielen. Das ist halt echt doof, dass wir zwei Skirmisher gezogen haben in der letzten Runde. Die bringen nur einen Punkt, die können es echt kosten. Nee, Philipp hat mit der Pfanne angefangen zu kochen. Okay, ich glaube, die letzte Karte, die hat das ein Wimdi und der möchte einen doppelten Wimdi ausspielen. Letzte Karte wird ein doppelter Wimdi sein. Wir haben noch 2 Punkte. Ja, doppelter Wimdi. Das reicht. Er kriegt nochmal 6. 8 Punkte kriegt er noch. Das reicht aus, dass er gewinnt. Nee, wir haben um einen Punkt gewonnen. Wegen 2 Skirmishern. Oh. Boah, ja. Aber er hat perfekt um die Skirmisher herumgespielt, ne? Er hat perfekt um die Skirmisher herumgespielt, das muss man wirklich sagen. Okay. Diese ganze Beta, ich kann die Season schon gar nicht mehr sehen. Ich finde die gar nicht so schlimm. Ja, was willst du spielen, ist halt die Frage. Monster? Willst du Monster? Ich bin so ein Monster zurzeit. Du bist ein Monster zurzeit, ne? Aber ich mach lieber Maden. Ja, ich spiel Maden. Du kannst das spielen, was du willst. Das ist, ich mach lieber Maden. Also ist vollkommen egal. Also wie gesagt, wir müssen... Philipp spielt dafür keine Monster, sondern ich spiel Monster. Philipp spielt dafür nur... Ich spiel gerade Squirtle Tail, aber ja. Wir müssen auch Squirtle Tail wieder hochkriegen, ne? Wir haben am Anfang nur ein bisschen rumgedümpelt und hatten schlechte Leistungen. Performance gebracht. Jetzt müssen wir langsam wieder rauskommen. Jetzt haben wir nämlich nur noch 2 Wochen. Jetzt muss die Performance stimmen. Wir wollen nämlich Schwarze Mamba erreichen. Oh Gott, das ist Arrakas-König. Und das heute. Aber egal, du kannst einen Geralt ziehen. Du wirst sowieso einen Geralt ziehen. Neckar könnte ich behalten. Ich würde einen Neckar aber nur behalten. Ja, einen. Ich habe aber zwei Neckarkrieger. Ich werde trotzdem erstmal einen ablegen. Zyklop ist ganz gut wegen Nebel. Ich werde einen Neckarkrieger ablegen. Zwei Ghule.
Boah, nichts Achtermäßiges. Das ist nicht die perfekte Hand zum Ziehen. Uff, uff. Problem ist halt auch, du kannst was Schlechtes ziehen, ne? Du hast noch 4 Goldkarten am Deck, also die Chance, dass du den wirklichen Geralt kriegst, ist nicht wirklich gegeben. Vielleicht 2 im Ruhm, aber die will ich jetzt auch nicht unbedingt. Ah ja, du willst halt eigentlich zuerst die Brauerin in dem Deck ausspielen, ne? Das ist sogar die Variante mit Summoning Circle. Also der würde ich eine lange Runde ziehen. Ich glaube sogar, der spielt einen Ren-Krieger, ne? Also musst du halt aufpassen. Und er momentan eh nichts zum kaputt machen. Also, kann auch ein Forktail rennen. Also Forktail ist halt auch eine problematische Karte. Okay, ist ein Harpin ein noch. Gegen die hatte ich eben auch das Vergnügen. Ja, die wird momentan relativ häufig gespielt. Aber man muss auch sagen, die ist nicht schlecht. Das glaube ich sogar momentan, wenn nicht sogar die stärkste Monsteranführerin. Hätte man nie gedacht bei der Arrakas. Na gut, aber Bran war am Anfang auch sehr hart genervt. Der und dann Underdog. Ciao. Und noch ein. Das ist aber nicht schlimm, dann hat er das Ding wenigstens raus. Okay. Ja. Ich überlege, ob ich nicht vorher den Zyklopen spiele. Naja, das Problem ist, du hast momentan nur das Ei zum Angreifen. Das wird sich einfach nicht rentieren. Das lohnt sich halt einfach nicht. Plus, ich würde vielleicht den Zyklopen für einen Babagasi oder so aufnehmen. War die nicht mal schlecht? Genau. Die war mal sehr schlecht. Die hatte sehr wenig Provision und nicht ihren Extra-Effekt. Also die wurde, glaube ich, von all den Anführern, die da waren, bis jetzt am stärksten geboostet. Ich natürlich nicht weg. Ja, lass sofort ihn. Katakan. Vielleicht will ich den Katakan herwerfen. Ja, wird nichts bringen gegen Babagasi. Wenn er jetzt boostet, eh nicht, nee. Nee. Also, er hat gerade Schmiri geschaut, auf einmal steht da der Philipp. Hallo Nature Boy, seit 21 Uhr Streamer. Ein bisschen verspätet angefangen. Ja. Also wir haben auch, wir haben es ja gesagt, morgen fangen wir ganz genau an 20 Uhr an. Mittwoch, Donnerstag fangen wir leider erst auch um 20, 30 bis 21 Uhr an. Also von daher ist diese Woche wieder so ein bisschen weniger Stream, aber ist auch egal. Okay, das stört mich jetzt nicht. Da hat sich ja das Neckar-Problem gelöst. Oh. Okay, das ist jetzt aber keine Anzahl an Punkten, wo ich nicht hinterherkommen könnte, ne? Also das hat er weggemacht gerade. Ach, den Neckarkrieger. Den Neckarkrieger, ja. Dass ich mich nicht hochstrive. Die Sache ist, ich glaube nicht, dass er eine Glastie auf der Hand hat, weil die einsam 5 Punkte geboostet hat. Das heißt, die Frage ist, möchtest du jetzt Nagalfar? Weil Nagalfar könnte jetzt entweder einen Geralt bringen oder eine alte Speerspitze oder sogar eine Brauerin. Das wären alles ziemlich gute Karten. Richtig, ich werde es wahrscheinlich machen. Geralt. Ja, Geralt ist. Geralt ist safe. Safe Pick. Zack. So, überholt. Aber ohne mich, du hast nichts mehr wirklich Tolles auf der Hand. Was willst du spielen? Das weiß er doch nicht. Könntest du einen Zyklopen und die Marder wegwerfen? Mit einem Zyklopen würde ich halt auch noch rüberkommen. Ah, du könntest einen Zyklopen und die Marder wegwerfen und nächste Runde kriegst du dann eine neue. Ein bisschen mehr Thrive. Nicht die! Du sollst nicht auf einen schwächen. Vergiss das nicht, wie klasse. Ah, das stimmt. Ja, gerade die Achter. Vielleicht hat er einen Dominanzeffekt. Oder hätte er jetzt so oder so. Dominanz. Dominanz, Prominenz. Slyzard. Mane, und dann. Ich überlege gerade, ob ich jetzt. Ghoul könntest du ausspielen. Also einen. Wir haben sowieso nichts für nächste Runde zum Fressen. Ja, der Ghoul würde jetzt halt immerhin 5 Punkte bringen. Das ist in Ordnung. Aber dann weiß er, dass ich nichts mehr habe. Naja, du hast immer noch die Mumen, ne? Ja. Kannst jetzt natürlich auch eine 2er Schadensmume spielen oder eine 2er Boostmume. Ich würde erst die Boostmume wahrscheinlich spielen. Und dann die Schadensmume? Ja, ja. Dann hast du natürlich eine tote Brauerin am Deck drin. Die müsste ich nur frühzeitig rausziehen, damit ich sie vielleicht als erst spielen könnte. Oder in Verbindung mit dem Alpha, den ich sowieso nächste Runde ziehe. Das ist eine Möglichkeit. Probieren. Ja, ein Boost so um 2 Punkte. Die 2er am besten. Naja. Ja.
Chimiri meint übrigens, dass ein Deck zu sehr auf Deathblow ausgelegt ist. Ja. Gegen manche Gegner kann das wirklich zu schwierig sein. Aber wir haben ihn trotzdem besiegt. Ja, wir haben auch zwei Skirmisher gezogen, aber gut, er hat jetzt nicht das Beste. Ja. Es kann gegen manche, gegen die meisten Gegner hat es halt schon funktioniert, ne? Und momentan ist es halt wirklich so, dass man viele Dreierkarten auf dem Feld hat. Also von daher passt das eigentlich auch. Das einzige Problem, was diesem Deck war, wir haben halt zwei Skirmisher gezogen. Und die waren absolut tot gegen ihn, weil er nur nach hinten gespielt hat. Okay, ich komme jetzt mit Lastin. Ist okay. Na, eigentlich nicht. Ja, er könnte ihn halt wiederbeleben. Lieber. Ich hab da keinen sonderlich starken. Er möchte über dich rüberkommen. Okay. Du kannst noch die ausspielen. Oder du spielst jetzt einen Ghoul aus. Ich würde jetzt den Ghoul ausspielen, weil der reicht jetzt vollkommen. Ja, dann spiel ich einen Ghoul aus. Weil er macht gerade auch nur so Verzweiflungstaten, ne? So wie es aussieht. Naja, so wie es aussieht, versucht er halt nur. Aber in der nächsten Runde, also er hat jetzt nochmal seinen Summoning Circle. Also er könnte jetzt halt sowas wie einen Nebling nochmal beschwören. Das sind nochmal 5 Punkte, 6 Punkte für ihn extra. Das ist sogar ein Rennkrieger. Ach, dann Forktail. Naja, aber rauslocken, möglichst viel rauslocken ist halt wichtig. Ja, das Problem ist halt trotzdem, er hat noch sogar ein Glassy. Wow, warum hatte die eine Karte und so viel, jetzt hast du schon verloren. Naja, so. Also da kommst du halt nicht rüber. Und Geralt ist halt auch schon, ja, das Problem ist halt, Geralt wäre sowieso tot gewesen in der letzten Runde. Problem ist halt, die bringt mehr Punkte als du aufs Feld. Die einzige Hoffnung, die du jetzt noch hast, ist, dass er vielleicht nicht solche Karten zieht wie Wiederbeleben. Ja, das könnte man theoretisch machen. Ich habe auch schon überlegt, ob ich Sirsa cutte. Das ist eigentlich eine relativ gute Hand. Ich würde jetzt versuchen, den Greif auszuspielen. Ja. Viel ablegen kann ich bei der Hand nicht, das ist das Problem. Warte, spiel zuerst den Greif. Zuerst den Greif? Ja. Und dann? Die Made. Oh. Nein! Und jetzt die Made. Sieg! Warte. Ja, die sagt eh nichts. Ist ja egal, ob die was sagt oder nicht. Ah, Neckar, Brauerin. Brauerin kann man theoretisch noch spielen. Kann man spielen. Will ich den Neckar haben, was kann ich besser ziehen? Ich könnte... Die Reiter, den Greifen, die Eisgiganten. Du kannst viel besser ziehen als Neckar. Eisgigant? Okay. Möchtest du noch einen Viven ablegen? 2 Schaden. Aber der hat diesen Zwive. Das Problem ist halt nur, du wirst den Zwive nicht nutzen können, wenn du die Brauerin halt zuerst ausspielst. Ne? Viel, viel mehr Möglichkeiten. Ja. Siehst du? Okay, Made Alpha. Dann Brauerin, dann Greif. Kannst aber natürlich erstmal unter dem Radar bleiben mit der Flut, wobei die erste Brauerin halt, ne? Aber du möchtest halt nicht zwei fressen, du möchtest halt eigentlich nur eine fressen. Möglichst nicht zwei fressen, nein. Oder? Ja, nee, wenn dann Geralt spielt halt nicht. Aber mit Geralt bin ich ja jetzt schon drin. Ja, und du kommst sowieso in den Geralt-Bereich mit dem Greifen, ne? Ja, stimmt. Ja, er wird wahrscheinlich auch mal ein Glas zu wiederbeleben können, das ist das Riesenproblem. Greif. Wird Geralt in Arrakas Queen Es gibt Decks, die rennen tatsächlich Geralt in Arrakas Queen. Sehr selten, aber okay, es ist die Variante mit Deathlaw. Oh, nee, mit Kairan. Kairan? Komm her. Doppel Kairan? Okay, der hat er wahrscheinlich seinen Deathlaw Fire Vampire nicht auf der Hand. Aber er kann nochmal wiederbeleben, also der wird wahrscheinlich einen Glasti haben. Weil der frisst jetzt die ganzen Einheiten, damit er sehr viele Einser generiert. Komm her, Blackie. Da kann ich halt nicht viel gegen machen, ne? Ist halt leider so. Naja. Komm her. Aber. Wir haben trotzdem noch über ihn, Blackie. Dein Arsch. Der ist unmöglich, der Kater, ne? Ja. Komm her.
Kamera ein bisschen. Komm her. Komm her. Ja, bist du jetzt froh, weil du was zu fressen bekommen hast, hä? No, guck mal. Ich kann jetzt glücklich schlafen. Aber nicht gerade auf dem Tastaturpad. Das ist doof, wenn du mit der Katze auf dem Tastaturpad stehst. Okay. Das ist nicht mal so schlimm. Nee. Die nächste Karte, die du ausspielst, sollte nur die Brauerin sein, ne? Vergiss das nicht. Meinst du es? Meine ich ja, die Flüsterin. Du hast einen Greifen auf dem Friedhof, ne? Das ist egal, welche der beiden Neuner du ausspielst. Ja, genau, das ist egal. Habe ich vorher schon überlegt, aber ist egal. Er spielt bestimmt Jennifer. Das kann natürlich auch sein. Aber ich weiß es nicht. Wenn du Kairan spielst, spielst du meistens mit einem Deadla Fire Vampire. Und die Decks, die Deadla Fire Vampire spielen, spielen keine Yennefer. Also wenn er wirklich... Ich glaube eher, dass er noch ein Wiederbleben auf der Hand hat und sein Glassi halt optimal hochboosten will. Weil er frisst halt alles bis auf die Einser, ne? Problem ist halt, wir werden von dem Punkt nicht hinterherkommen. Du besiegst halt die Arrakas-Königin nicht. Mit einem. Da greift die hintere an, ist eigentlich egal. Weil die vordere könnte halt fressen, das wird sich dann nochmal für ihn lohnen. Ja, deswegen. Aber wobei, die würde nur auf 2 kommen. Also, wie viele Punkte kriegt er jetzt schon raus? Er kann halt noch eine weitere Einser erschaffen. Wenn er noch ein Nest hat, wird es halt richtig übel für uns. Dann haben wir es schon verloren, automatisch. Es sei denn, er hat Wiederbeleben nicht. Ja, das letzte wird ein Glass-Design. Die bringt ihn noch. Reicht das aus? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Er kann 8 fressen. Dann kriegt er noch eine. 8 fressen, das heißt 16 plus 3, das heißt, er hat 19er Glasti, kriegt noch eine 12er. Kriegt noch 2 Punkte mehr, das reicht aus. Ja. Whispers auf den Nebeling wären mehr Punkte gewesen, oder? Nicht, dass der Unterschied macht. Whispers auf Nebel hätte einen Punkt weniger gebracht. Weil der hatte nur 5 Punkte. Hallo Gnurgard. Gnurgard. Oder? Nee, doch, das reicht wegen den 12 Punkten noch aus. Ja, die jetzt auch, ja. Ja. Es ist schwer, Arrakas König mit so einem reinen Value-Deck zu besiegen. Also 3 Punkte haben gefehlt. Die macht mehr Punkte als du, aber es ist halt echt knapp, ne? Das ist halt das Problem. Nee, er hätte doch den anderen Kairan fressen können. Ja, eben. Das hätte keinen Unterschied den gemacht. Den braucht er ja gar nicht mehr. Okay, was spiele ich denn? Ich habe nicht mal wieder Lust auf... Nimm. Nördliche. Okay, dann spielen wir Hinset. Ich gucke Nördliche immer gern zu. Ich spiele es nicht gerne, aber ich gucke gern zu. Ich bin tatsächlich auch so einer. Ich finde Nördliche sind ziemlich cool zum Spielen, aber ich bin nicht so... Ich mag das, wenn diese ganzen Einheiten beschworen werden und so, aber so selbst finde ich es nervig, das alles zu aktivieren immer. Arrakas Queen ist halt das Deck, was die meisten Punkte einfach so aufs Feld rotzen kann aktuell. Also wenn es halt wirklich optimal läuft. Wenn du wirklich nichts zum Unterbrechen hast. Dann ist sie wirklich, also gegen andere Monster-Decks ist sie ziemlich stark, wenn die nichts zum Angreifen haben. Okay, wir können eine von den Kavalleristen zurücklegen. Am einfachsten ist es halt, wenn du die kleinen Einheiten zerschießen kannst. Oh, Gimpi. Wir müssen anfangen, ne? Trebuchet. Kavallerie schon wieder. Die Frage ist, möchte ich jetzt gegen Elfner, möchte ich unbedingt Last Say gegen Elfner haben? Eigentlich nicht, ne? Ich hab noch eine Freiheit. So schön. Die Frage ist nur, was will ich jetzt ausspielen? Ich kann natürlich jetzt auch eine Adalia ausspielen, aber ich habe in der letzten Runde dann, wobei Elfne kriegt dieses Schild sowieso sehr schnell runter, ne? Monster ist nicht so am Laufen gerade. Ich finde Monster okay zurzeit. Ist jetzt nicht so, dass man es gar nicht spielen kann. Ah, das gibt halt momentan, wenn du mit Arrakas König gegen Hänsel antrittst, dann hättest du schon einen Nachteil, ne? Ja, klar. Die Frage ist, möchte ich Portal jetzt in der ersten Runde committen? Eigentlich eher weniger. Aber ich möchte halt auch meine Goldkarten in der letzten Runde ziehen. Die Frage ist, ob ich Portal brauche. Weil wenn ich in der letzten Runde halt nicht anfange, dann ist mir das tatsächlich ein bisschen zu langsam. Ich werde tatsächlich mal Portal in der ersten Runde ausspielen. God save the Queen!
Es wären zwar nochmal zwei richtig dicke Revenants gewesen, aber ja. Tänzel gegen Elfner spielen ist auch nervig. Weil das Problem ist, wenn er seine lange Runde kriegt, haben wir das Problem, dass er halt am Anfang einen ziemlich guten Cleaver raushauen kann. Ich finde, ah, yes, das ist Spaß. Ich habe damit in der Bärensaison auf Pro-Rank hochgezogen. Zu dem Zeitpunkt ein ziemlicher Underdog. Ja, danach aber immer gängiger. My great-granddaughter will do great things. My great-granddaughter will do great things. Was ist das denn für ein Zungenbrecher? Kannst du 5 aufsagen? Ich muss Ladalia jetzt spielen, weil ich möchte nicht in den Kartennachteil gelangen. Ist natürlich doof, weil jetzt haben wir in der letzten Runde keinen mehr mit Schild, aber boah, was soll ich tun? Cleaver. Genau deswegen hasse ich es momentan anzufangen. Wegen der Karte, wenn der den auf die. Jetzt können wir das eigentlich vergessen. Wenn der den Cleaver auf der Starthand hat, dann hast du echt einen Nachteil, dann hast du echt gelitten. Aber man stellt sich auf Arrakas Queen ein, mein Ifsne-Deck schlägt Arrakas Queen auf einer langen Runde. Ja gut, aber du hast ja nicht nur Arrakas Queen als Monster. Ja. Und man hat ja gesehen, das Mahn-Deck funktioniert da trotzdem noch recht gut. Und ja, also Ifsne würde ich halt auch sagen, ist nicht schlecht gegen Arrakas König, ne? Nö, ist nicht schlecht. Genauso wie Hänselt, aber es gibt halt momentan so gegen Svalblatt oder so, wenn du halt sehr viele Punkte rausholen kannst. Das wird nichts mehr. Ich denke, ich werde trotzdem noch den ausspielen. Aber lass. Na, keine Zeit. Also ich denke nicht, dass er zweite Runde ziehen wird, aber war. Wark. Geralt Profi, okay, der ist auch raus. Aber ich bin eigentlich. Cleaver ist nämlich raus. Bei mir haben Big Boys total verkackt. Bin auf 2350 MMR. Da geht gar nichts. Na gut, wir haben ja. Wir spielen ja die Mahnen. Das ist ja auch kein Big Boys. Das ist ja so Midrange eher. Big Boys habe ich diese Season noch gar nicht so oft gespielt, ehrlich gesagt. Ich kann das gar nicht so genau beurteilen, wie Big Boys laufen. Momentan tatsächlich auch ein bisschen schwierig bei Monstern. Ja. Aber die Monster werden auch immer am Ende der Season alle rausgepackt. Am Anfang spielen sie alle was anderes. Am Ende der Season kommen die Monster. Ich denke sogar, ich werde die ablegen, die Arze ihrer Adepten, weil die wird mir momentan nicht wirklich viel bringen. Ziehen wir Trebuchet, das ist in Ordnung. Aber diese Season ist eher ein bisschen schleppend. Ich weiß, woran es liegt. Okay. Denke nicht, dass er großartig weiterspielen wird, aber das möchte ich jetzt raushauen. Ich denke, meine Reinforce werde ich raushauen. Ist in Ordnung. Bei der Tutor gefällt mir, Schiele-Anzeige gefällt mir eigentlich. Zurzeit fehlt wieder so ein bisschen der Pep im Spiel, glaube ich. Weiß ich nicht. Irgendwas ist zurzeit wieder. Ich finde, momentan ist es halt mehr Schere, Stein, Papier teilweise. Ja, genau. Und das ist halt sehr. Das kann sehr anstrengend werden, möchte ich es nennen. Ja, probier das mal. Das klingt okay. Gar nicht so schlecht. Ich möchte den Revenant ablegen. Adeptin gefällt mir relativ gut mit dem Ben Artutor. Die Sache ist nur, ich kann himmlisch besser ziehen. Ogwiz, Botschling sind noch wichtige Karten. Aber jetzt haben wir das Problem, ich kann mich auch bricken. Aber wenn ich mich bricke, kann ich nicht mit beiden bricken. Dann hole ich eine Spellweaver raus. Also von daher, was möchte ich ablegen? Adeptin oder Ben Artutor? Ich denke mal den Ben Artutor, oder? Ja. Weil ich werde nicht viele Aufladungen generieren. Botschling, Botschling ist auch okay. Ja, wie gesagt, zurzeit finde ich es wieder ein bisschen. Uff. Ich denke mal, ich werde direkt auch mit dem Hänselt anfangen. Aber ich denke, das wird nach der Season wieder ein bisschen. Hat er irgendwas, um Hänselt direkt zu punishen? Cleaver ist raus. Sheldon ist nicht hochgeboostet, der hat maximal 5 Punkte. Geralt Profi ist raus. Er könnte noch einen weiteren Lock haben. Milane ist raus, also er hat schon ziemlich viele gute Angriffskarten rausgespielt, was so ein bisschen mein Vorteil ist. Er kann natürlich noch was haben, um uns aufzuhalten. Er hat schon viel Move in Runde 1 gespielt, das kostet ihn jetzt das Match. Ja, wirklich, Cleaver ist halt, eigentlich hebst du dir Cleaver für den für die letzte Runde auf. Macht ja auch am meisten Sinn, ne? Ja, natürlich, damit kannst du sofort dich den 7er weghauen.
Ich hätte auch, glaube ich, so mit dem Arbalesten gewartet, wenn er Cleaver noch nicht rausgeholt hätte. Weil ich möchte den halt nicht verlieren. Das ist halt ein Thick Earth Revenant. Die Sache ist halt nur, ich spiele gerade nach hinten. Armcash-Hammer. Was auch nicht so gut ist für Draug, aber ich möchte halt seinen Skirmishon gehen. Okay, er hat eine Sirsa. Spalisorka. Das ist eine Falle. Es tut mir leid, dass ich halt so müde bin. Okay, möchte ich erstmal ein Spellbeweib wegwerfen oder ich möchte eher eine Adeptin wegwerfen. Adeptin. Ich habe Angst, es wird keine Crushing Trap sein. Was ist das für eine Falle? Pitfall? Ach. Fireball? Sag doch, Pitfall ist es nicht, aber Fireball ist auch eklig. Ich finde halt interessant, dass er Fireball spielt. Als Aethner. Variante ist. Er kann jetzt halt auch nur Immun spielen, ne? Mit allen möglichen Immunkarten. Aber wir haben Botschling. Da ist es egal, ob er Immun spielt. Aber den kann er weghauen. Aber er hat nichts mehr, um direkt vom Schaden. Oder doch, er hätte Schaden Skeks. Aber dann hätte ich was zum Angreifen. Sparle Sorka. Nee, ist kein Schubdeck. Ist kein Schubdeck, der hat schon. Brokkoli. Doppel Brokkoli. One, two, three. Ich überlege, ob ich booste. Hat er noch irgendwas, um 4 Schaden zu machen? Eigentlich nicht, ne? Die meisten Karten, die Schaden machen, sind schon raus und der hat keine Anführeraufladung mehr. 2 Tage Gwent, 2 Tage Anno. Das wäre doch der perfekte Rhythmus zur Zeit. 7er Schädenskicks. Schaugum. Einzige Möglichkeit, ja. Ich hoffe jetzt auf ein 50-50. Na, ah, Mist. 50-50 nicht gelungen. 50-50, nein. Okay. Herzlichen Glückwunsch. Na, er hatte wahrscheinlich, er hat wirklich zu viel Removal rausgespielt in der ersten Runde. Ich meine, klar, er hat erste Runde ziemlich gut gepusht, aber er hat zweite Runde nicht gezogen. Das heißt, es hat ihn eigentlich nichts gebracht, auf ihm zu gewinnen. Und er hatte nichts mehr, um unsere Engines jetzt wirklich zu blockieren. Plus, er hatte keine Schüsse mehr. Was hätte er halt noch schießen sollen, großartig? Das ist die Frage. Schießen. Schub wird tatsächlich momentan sehr wenig gespielt. Also höchstens, glaube ich, mal ein Kelvate-Schub-Deck, habe ich gesehen. Aber auch dadurch, dass Brand nicht mehr auf Null kommt, ist es halt, naja. Emir's back. Naja, das ist halt dieses Angriffshilfgrad. Oder Value, das ist diese Menschen wieder. Die hast du ja auch schon mal gespielt, nur ohne Kopf, ja, ja. Anderen Anführer. Kannst auch Value-Nilfgrad spielen. Mal Value machst spielen. Muss nur besser machen als ich. Ist im Prinzip wie Mahnenkönigin. Ich weiß auch nicht, was da los ist bei mir. Ciao. Ran! Das ist das erste Mal, dass ich diese Season tatsächlich Brand sehe. Also wirklich effektiv Brand sehe auf der Poleader. Solpikiniere sind schon mal kacke. Aber Plötze ist auch kacke. Ja, stimmt. Plötze ist noch kecker. Kecker, keckerle. Ich würde sogar die Pikiniere behalten, die sind vielleicht ganz gut, weil Skellige muss halt ein bisschen was im Mili-Bereich. Also Discard ist immer im Mili-Bereich. Dann kann ich immer noch den Cutthroater ablegen. Du solltest nur vielleicht, ja, den Cutthroater ab, du solltest nur vielleicht nämlich einen Doppler ziehen. Ich würde den zur Zeit den fahrenden Ritter ablegen und links noch. Ding, ne? Ja. Also man muss jetzt echt sagen, du hast keinen Doppler gezogen. Die Hand ist trotzdem nicht so schlecht. Ah, also du hast die 6er zum Anfang. Pikiniere sind ganz gut für den Mini-Bereich. Kann ja unten spielen. Wobei. Ja, das Spielen unten ist eigentlich egal. Also bei Skellige macht es keinen Unterschied, ob du unten oder oben spielst. Der Stuhl ist immer noch buggt. Immer noch. Der muss nach vorne fahren, wenn er sich dann hinsetzt am runden Ende, dann kippt er um. Das wäre so lustig. Kultisten. Das ist klar. Ja, spiel mal ruhig da. Der ist gar nicht mehr verbuggt. Doch, du musst. Ah. Wenn du dich an den Rand bewegst. Der Kopf bewegt halt den Stuhl, ne? Guck mal auf links, rechts auf das Passen. Okay, dann ist es nicht so. Guck mal, wenn ich ihn auf seine Nippel spiele, kommt der Stuhl mit. Nee. Hau der Stuhl gegen das Gesicht. Ist eigentlich egal, ob ich Pikiniere darauf haue, war. Ja, ich spiele Pikinier. Du könntest die nächste Runde dann mit Zwiers klauen, so. Ja. Hey, ich hab ne Dreier.
okay. Das ist Korall. Er macht immer noch ordentlich Punkte mit Korall Special Karten des Kartner. Ich würde sogar überlegen, ob du den Fanatiker klauen solltest. Weil wenn er dann discardet und den trifft, dann verwandelt er den. Ne? Das heißt, der würde extra Punkte verlieren. Und den würde ich jetzt um 5 Punkte hochboosten. Ich habe nur Angst, dass er uns Plötze wegnehmen kann. Aber, ja, durch Muzzle. Ja. Scheiß drauf. Kannst du ihn auch erstmal, also ich meine, der Fanatiker ist jetzt nicht so schlimm, weil, ja, was soll er dagegen tun, aber du kannst ihn ja klauen. Du wirst jetzt halt einen Punkt verlieren, weil er da nichts im Midi-Bereich hat, aber spätestens, wenn er was abwirft, dann hast du halt die Chance, dass der Fanatiker auslöst und so gibst du ihm dann keine Punkte. Plötze boosten. Damit er die nicht klauen kann. Ja, clever. Ja, ja, okay. Und du kannst nächste Runde halt einfach deinen Spion im Midi-Bereich ausspielen. Ja, okay. Oh. Ist jetzt nicht so schlimm. Oh. Mein Herz. Du kannst trotzdem noch einen Spion im Melee-Bereich ausspielen. Ich kann trotzdem den Spion richtig. Ich frage mich auch, guck mal, was er discarded hat. Ne? Also ich frage mich halt, welche Variante er von Brand spielt. Könnte nämlich auch sein, dass es Schub Brand ist. Wo wir gerade von Schub gesprochen haben. Ja, habe ich jetzt sehr hochgeboostet, aber es ging, glaube ich, gar nicht anders. Den will ich nicht hochboosten, das macht keinen Sinn. Ne, und Sviers kann es sein, noch für eine Vivien benutzen. Ja, eben. Also, nein, alles richtig gemacht. Alles richtig. Ist es ein Schubran? Okay, dann pikinieren. Pick, pick. Pick, pick. Pick, pick. Ich kann es mir sogar vorstellen, dass es ein Schubran ist. Doch, es könnte durchaus sein. Also er hat bis jetzt einen Fanatiker gespielt. Es ist Schubran, ansonsten will er nicht Fanatiker und diese Special-Karte spielen. Naja gut, du spielst mit Brand sowieso sehr viele Special-Karten, ne? Aber er schwächt halt auch. Denk sogar, ob du in der nächsten Runde passen solltest. Aber wenn er jetzt nichts ordentliches mehr spielt. Also du kriegst halt durch den Pikin hier immer noch einen weiteren Punkt. Also sind wir mal ganz realistisch, du kriegst jetzt noch einen Punkt mehr, das heißt, er müsste effektiv mit der nächsten Karte... Wie viele Punkte müsste er mit der nächsten Karte machen? Ziemlich viele, oder? Ich habe auch noch hier ein Dings. Also ja, okay, okay, ist unentschieden dann, ne? So, aber er müsste mit der nächsten Karte 8 Punkte machen. Meinst du, er kriegt das hin mit einer Karte 8 Punkte? Ja, eigentlich müsste er es hinkriegen, ne? Ja, theoretisch. Also Skellige schafft das immer ganz gut, ne? Ja, das stimmt auch, ne? Aber was sollte ich jetzt noch spielen? Ja, also du hast halt nichts. Ja, ist alles zu too much. Also alles okay. Pass. Ich will eh gucken, dass ich vielleicht doch noch die Doppler irgendwie... Zerspiegel, okay. Zerspiegel reicht aus. Aber Kratze! Wir haben mit Sheila Olaf gefunden hatten und später mit Zwiers klauen konnte. Doppler? Zum Beispiel skellige Spiele war aufgebraucht. Und endlich hast du einen Doppler gezogen. Das ist eigentlich eine gute Hand. Ich muss ablehnen. Eigentlich? Du willst noch deine Goldkarten nachziehen, ne? Also ja, vor allem klar. Vigo noch weitere Doppler wäre ganz gut. Ja. Plus, wenn du halt wirklich mal das mit Chilat schwächst und du triffst auch einen Olaf, müsstest du halt irgendwas haben, was den halt angreifen kann. Also ich würde nämlich sehr ablegen. Ja. Cutthroat. Ne, Cutthroat hätte ich behalten gerade. Okay, er spielt sogar weiter. Ja, okay, der legt direkt mit Tempo los. Doch. Er kann immer noch zurücksetzen, aber es ist, ja, du kannst es eh nicht verhindern. Ist egal. Human. Wenn er zurücksetzt, hast du eine Sklaveninfanterie plus Rimdi. Richtig. Deswegen wollte ich die Infanterie auch nicht wegwerfen. Das ist tatsächlich gar nicht mal so schlimm. Überlege, wann der Punkt kommt, wo wir sagen, wir holen uns einen Kartenvorteil. Er will auf eine kurze Runde gehen, das haben wir jetzt schon gemerkt, ne? Denk auch nicht, dass wir Peter wirklich unbedingt brauchen. Er wird schon noch einen Schub haben. Ja, aber brauchst du dann Peter für einen Schub?
Nö, Bonhard reicht völlig aus. Es sei denn, ja, die Frage ist halt wirklich, ob du Bonhard auch benutzen kannst. Ne? Es kann sein, dass Bonhard auch eine tote Karte ist. Das ist die andere Sache. Weil er kann ja auch einen Schub Hunter nehmen. Und Bonhard ist ja wirklich momentan in fast jedem skellige Deck vorhanden. Okay, ich spiele Peter aus. Weil zurücksetzen ist gegen Skellige meist nutzlos. Okay. Jetzt ist halt die Frage, wollen wir Bonhard behalten? Ich würde es machen. Okay. Du bist schon mal ein ganz gutes. Oh, noch ein Doppler. Den will ich vielleicht nicht. Ja, den will ich auch ablegen. Ich hab Angst, dass ich mich breaker, aber. Das ist okay. Okay, wir hätten. Kann ich den noch effektiv ausspielen? Guck mal in dein Deck, du hast nämlich noch einen Spion und du könntest vielleicht sogar noch einen Vigo ziehen. Das heißt, du könntest den sogar in einer Runde triggern. Ich würde die Hand so behalten, weil jetzt hast du die Chance, dass du dich brickst. Stimmt, ich mit einer weiteren. Ja, ja, stimmt. Der Doppler-Effekt. Ah, die Sache ist, auch wenn es ein Schubdeck ist, dann wird er nicht noch eine weitere Sporenkarte haben. Nö. Deswegen spiele ich jetzt auch ganz aggressiv den. Jetzt kommt Schub und er klaut ihn dir. Schubmage. Dann setz aber ich. Ja, dann hast du Bonhard. Ja. Achso, ich müsste auch mal Schilat spielen. Ja, aber er ist Doppler, ne? Und dann Schilat. Ja, ja. Das ist der Agent. Der Agent. 007. Agent Zuckerguss. Blut an einem anderen Tag. Cleaver. Jeder hat auch echt Cleaver. Niemand hat die Absicht, einen Cleaver zu spielen. Ich kann sogar fast sagen, dass, also ich kann mir sogar fast denken, dass die Cleaver am Ende des Patches noch nerven. Sie haben ja gesagt, sie wollen was gegen diese Unit des Decks momentan tun. Dass da ein Fix reinkommt. Aber ich kann mir auch noch vorstellen, dass die Cleaver irgendwie nerven. Doppelt. Die Frage ist jetzt gerade, willst du zuerst mal einen Vigo ausspielen oder versuchen, deine Anführerfähigkeit zu nutzen? Weil wenn du jetzt einen Vigo kriegst mit einem Doppler, ist es halt schlechter, je weniger Menschen du im Deck hast. Du meinst auf der Hand? Ja, das stimmt. Und ansonsten könntest du halt eine Sklaveninfanterie kriegen. Ciao, Sklaveninfanterie. Aber du hast nichts, was du verwandeln kannst, außer ein Schilat. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Alles nicht so toll. Wow. Ja, verwandeln Schilat mit einer Sklaveninfanterie. Das bringt dir die meisten Punkte. Ja, wegen Rimdi. Und spiel deine Dreier, glaube ich, aus. Du solltest nur einen Schädel halt noch mit dem Gregor knacken. Das hatte ich vor. Ja, vielleicht. Sehr bald. Ja, aber das ist gut. Du hast jetzt ein Bonhard-Ziel. Richtig. Weil er den zu früh ausgespielt hat. Soll ich noch eine Runde warten? Nee, er könnte nächste Runde. Er könnte nächste Runde beide triggern, also lass es lieber. Komm, treff den Gregor. Ist okay. Na, oder so. Na, jetzt aber nur nicht eine 5er kaputt machen. Wenn er eine 5er kaputt macht, dann hast du keinen guten Wimdy mehr. Deswegen werde ich den Wimdy vielleicht auch nächste Runde schon ausspielen. Ja, solltest du auf jeden Fall. Ja. Hier. Jamie Lannister. Nee, der hat noch zwei Hände. Jamie Lannister, der sieht überhaupt nicht so aus wie Jamie Lannister. Nein. Doch, nach der Folge, ja, heute Nacht. Schon. Er wird bestimmt was klauen. Nein, nur schon wir spielen so. 3x3 Schaden plus Schädel auf eine Sklaveninfanterie. Okay, er zieht das Card raus. Das hat ihm jetzt von Shit sogar getroffen. Okay, das war kein Würfi-Schuh. We live or die. Stand your ground. Time I taught you some respect. Gott. Den hat er kaputt gemacht, ist aber auch nicht so schlimm. Ich denke nicht, dass er mein Dings noch. Ah, du hast eigentlich nur eine Karte, die jetzt mit Vivian hochrüsten kannst. Ja. Wenn ihr die Plötze wegnimmt, haben wir ein Problem. Aber ich denke nicht, dass er irgendwas hat, um Plötze wegzunehmen. Ich wollte halt seinen nur noch nicht angreifen, ja, weil natürlich. Ich noch Punkte also, rausholen kann. Je mehr Punkte, es sei denn, kann er jetzt die Moon machen. Ich meine, du wirst ihn, doch der wird sich noch einmal hochboosten. Ne? Ja, ja.
Uncrank! Ja, er hat aber nichts wirklich. Ja, Cordwell. Aber wir haben jetzt halt noch einen Leoborn Hart, der ihm satte 16 Punkte wegnimmt. Jetzt falsch gespielt, nein! Er hat glaube ich, nichts mehr, was darüber kommen kann. Mir würde keine Karte einfallen, die Brand spielt, die darüber kommt. Brand. You best yield now. Mal 12er Jutta mit einem Boost. Aber es ist trotzdem, reicht nicht aus. Ah, er spielt wahrscheinlich die Taktik, er hat wahrscheinlich auch noch eine Triss in seinem Deck drin, dass er halt eine Jutta am Deck drin behält und dann halt, aber das war halt sehr riskant, was er versucht hat. 50-50 Chance. Okay. Vielleicht ist er ja so ein Schnellrechner. Naja, er hat wahrscheinlich auch noch Triss im Deck gehabt, das heißt die Chance, dass er was Besseres rauskriegt, ist höher. Weil entweder er hätte Discard gezogen oder vielleicht hat er auch mit dem Discard erst die Yennefer nachgezogen. Ich weiß es nicht. Ach Gott. Clem. Mhm. Keine Kavallerie. Okay. Frage ist sogar, ob ich die erste Runde jetzt ziehen sollte. Ich würde ganz gerne eigentlich gegen sie die zweite Runde ziehen. Also ich würde versuchen, auf Even Cards zu gewinnen und versuchen sollte, die zweite Runde zu ziehen. Weil gegen sie ist es halt immer so, wenn man sie spielt, hat man meistens eine Combo. Die Frage ist halt, welche Combo? Gibt es eine Combo, die sie hat mit kurzen Runden? Gibt es halt nur eine Combo, die sie hat mit langen Runden? Sollte ich die wegnehmen mit einer West? Ich denke mal, ja. Jetzt wärst du aber schon raus. Ja, aber wie gesagt, ich will Tempo machen. Also klar, ich habe Wes raus, aber ich habe sowieso die Karte, die ich mit Wes aufspielen will, auf der Hand. Und Wes ist halt genau für diese 4 Schaden gut. Plus den Order-Effekt halt noch. Aber wie gesagt, ich will da Druck machen, ne? Zweite Runde ziehen. Das ist immer ein Nachteil. Das ist auch das, was ich nicht an Clans mag. Sheila, möchte ich wirklich schon anzeigen? Also Sheila wird mir tatsächlich noch mehr bringen. Das heißt, Schlaat. Ich spiele tatsächlich mal ein Anzeige. So, ich werde mal mein iPhone-Ladekabel wieder mitnehmen. Hast du das hingeworfen? Das ist da hinten unter dem Handtuch. Kein Wunder, dass ich das nicht mehr sehe. Das habe ich erst heute da hingelegt. Das lag sonst die ganze Zeit woanders. Ja, das musst du wieder mitnehmen. Klau das nicht. Wie ist das für dich mit dem iPhone? Ja, weiß ich ja nicht. Vielleicht möchtest du es verkaufen. Ich gibt bestimmt eine Menge Geld, oder? Wegen iPhone. So ein Ladekabel. Kommt immer drauf an. Original iPhone. Bestimmt ein 20er. Also neu. Okay, hat gepasst. Das heißt, wir werden nächste Runde mal drücken. Drücken? Wie auf Klo drücken? Ja, weil ich habe jetzt keinen Kartennachteil, ne, wenn ich es halt mache. Ich ziehe nur zweimal eine Kavallerie. Botschling und die, okay. Und jetzt habe ich halt auch den Vorteil, dass ich halt als... Ich habe auch keinen Draug, was gerade nicht so toll ist. Aber das ist mir egal. Weil ich habe momentan eigentlich keinen Nachteil. Keinen sonderbaren Nachteil. Weil wenn du mit Hänsel anfängst gegen andere Engine Decks, hast du noch so einen kleinen Vorteil, weil du kannst halt vorher schießen, bevor die sich was aufbauen können. Where is Sabrina? As you command. Sollte vielleicht auch mal die Adeptin ausspielen. Weil eigentlich sollte man die Adeptin ausspielen, wenn man Even Cards in der Hand hat, dass man wirklich den optimalen Nutz von der Dauer nutzen kann. Das heißt, erst die Adeptin. Aber dann würde ich halt auch einen Punkt mit einem anderen Spellweaver verlieren. Ist egal.
Shit happens. Shit happens. Wir machen Druck gegen Kalenta. Fischerkönig. Ah, die will ihre Anführerfähigkeit anscheinend jetzt schon ausspielen, ne? Frage ist, möchte ich schießen? Na, ich denke mal, mit dem will ich die Aufladung verbrezeln, weil ich habe Angst, dass er mir den wegnimmt. Ah, benutzt Anführerfähigkeit. Sie schickt ihren Ah, es ist Jonathales Immunisierer. Das heißt, jede Karte, die er jetzt ausspielt, hat einen Instant-Order-Effekt. Das war die Taktik vom Deck, ne? Aber ich bin eigentlich froh, dass sie raus ist. Ich kann jetzt sogar passen und kann sagen, okay, du kriegst einen Nachteil, ne? Die Frage ist, möchte ich das tun? Kann jetzt halt instant duellieren und alles, aber ich denke mal, ich werde trotzdem noch weiterspielen. Hätte einen Kartenvorteil bekommen. Anführerfähigkeit wäre raus. Aber ich möchte noch ein bisschen weiterspielen, weil es gibt jetzt eigentlich für mich nicht wirklich einen Grund zu passen. Oder? Weil, ja, ich kann mir meine guten Karten für die nächsten Runden aufheben. Also Instant Order Effect, ja, ist schön gut, aber... Naja, hat halt alles Instant Duell, ne? Ja gut, aber er haut halt alles in der zweiten Runde raus. Ja, seine stärksten Karten sind das halt so mit... Ja. Würdest jetzt mit einer Tribuchet sogar überholen. Die möchte ich aber nicht ausspielen, oder? Möchte ich die ausspielen, die Tribuchet? Bringt ja auf einer kurzen Runde nichts mehr. Hast ja recht. Ja. Orkwiss würde mir halt auch nur kurz runter nichts bringen, aber Orkwiss würde einfach nur gegen Dinanus untergehen, weil er halt mit allem sofortig angreifen kann. Also der wird mir Orkwiss sofortig wegschießen, genau wie Sheila, genau wie Botchling. Botchling. Ja, das ist halt das immer das Problem an Kalenta, ne? Du hast eine Combo. Auf die, also entweder du spielst halt nicht so eine starke Combo oder du spielst eine starke Combo, auf die dein Deck basiert. Aber dann hast du das Problem, dass wenn der Gegner dich rauslockt, du die Combo vielleicht in der zweiten Runde verlierst und dann halt, ja, in der letzten Runde. Ich meine, das ganze Deck ist ein Order-Deck. Er hat jetzt natürlich einen Vorteil, wenn er nächste Runde anfängt. Das heißt, ich möchte jetzt nicht passen. Weil wenn er nächste Runde anfängt, kann er erst deine Order-Karten ausspielen, wie Selkirk und Co. Und ich kann sie nicht wirklich wegmachen. Das heißt, der wird da halt ein bisschen schießen, ne? Okay, der wird noch einen Wiedergänger haben. Aber gegen die Wiedergänger habe ich den Boost. Weil ich meine, wir verlieren jetzt nichts, wenn wir weiterspielen. Hat er noch einen Orkwiss? Botchling würde ich eigentlich ganz gerne für die nächste Runde noch aufsparen. Wir haben keine Anführerfähigkeit mehr. Sheila würde ich vielleicht sogar auch ganz gerne für die nächste Runde, weil Sheila kann ja auch diese Runde ausspielen. Die würde mir diese Runde mehr bringen. Mit Doppelspell, die man auf dem Feld. Okay, er hat einen Orkwiss, aber der wird ihm nichts bringen. Der wird nichts retten. Ist ja ziemlich hart, dass er jetzt schon alles ausspielt, ne? Also ja. Ah, wie gesagt, das ist halt ohne das Deck. Hi, Schalki. Hi. Wollte Schalki heute nicht streamen? Ja, ich weiß, Schalki ist aus dem Urlaub wieder. Ich weiß nicht, ob er streamen wollte. Oh, er kriegt zwei von denen. Kann sogar noch einmal schießen. Holt sich sogar den Einsamen. Aber ist egal, weil ich kann den halt auch verwandeln. Jonathan. Okay. Ich spiele sogar tatsächlich immer noch einen Orkwiss aus. Na, ist da jemand müde? Ich? Ja. Ich? Ja. Mit der Haarfarbe? Ja. Oder Philipp? Nee, ich habe keine neue Haarfarbe. Das heißt, der kriegt Orkwiss weg, ne? Aber ist, wie gesagt, jetzt so Botchling werde ich nicht ausspielen, aber Anführerfähigkeit ist raus, John ist raus, starke Karten sind raus. Dankeschön.
Er hat aber schon mal eine andere Haarfarbe, ne? So ein knalliges. Ja, die möchte ich jetzt nicht ziehen. Ja, ich habe öfter mal andere Haarfarben. Oh, das ist natürlich nicht. Oh, Portal ist gut. Oh, kann ich. Ich kann Sabrina nicht triggern. Boah, und Draug auch noch. Schalki hat dreimonatiges. Vielen Dank, Schalki, für deinen dreimonatigen Twitch-Resub. Noch 6 Monate, dann bekommst du ein Kafu-Baby. Töte mich! Das kommt dann direkt rausgekrocht. Ja, so ein Brotschling. Das ist Kafu-Baby. Das ist echt mies mit Draug noch am Ende gezogen. Draug? Das ist halt 2-4er Revenants, ne? Das heißt, selbst wenn er einen Hinkerhaven spielt, kriegt er die nicht weg. Freu mich jetzt schon. Er lügt. Nee, für Schalki kommt ein Plumat raus. Den kann er halt wenigstens streicheln. Ja, das ist, er hat alles in der zweiten Runde rausgespielt. Kann sogar passen, wir haben gewonnen. Das ist halt der Nachteil an Kalenten. Darum spiele ich sie halt auch nicht gerne und darum wird sie auch, glaube ich, heute nicht so häufig gespielt. Weil sie ist sehr leicht blutungsanfällig. Nicht so wie Hänsel, ne? Schirü! Oh. Ich versuch's nochmal mit Value. Willst du nochmal Nilfgaard? Bist du wieder auf Nilfgaard-Trip? Muss ich den selber austragen oder selber. Gibt's da einen Service? Muss selber austragen. Du abonnierst uns. Ja, musst selber austragen. Du abonnierst uns, musst aber selber austragen. Selber, das, musst das, selber die Verantwortung das dafür. Das ist der Carfu-Service. Generelles Problem mit Kombo-Lilan finde ich sehr schade. Nicht unbedingt. Talia. Also Kel'Vaith kann man halt auch so spielen, ne? So wie wir es hier machen. Wir spielen Kel'Vaith nur so. Ist eine Möglichkeit. Leg den 6er Ritter ab. Ja, stimmt, ich fange nicht an. Ja. Spielt's gegen M hier. Von M Reis. Hat er auch ein Doppler-Deck. They do not call me the patient. Take care. They do not call you the headless. Es ist Zeit für einen Doppler. Der Doppler-Effekt. Falsche Reihe. Warum? Aber das ist wegen vollkommen... Pikinieren? Ja, aber du musst sowieso die Brigade in die Reihe spielen. Wie gesagt, also... Naja gut, aber... Dein Hubschrauber lang, aber das ist deine Waschmaschine. Was hast du denn für eine laute Waschmaschine? Ich höre die nicht mehr. Let the evil do us quake. Pick in die Augen aus. Pick in die Augen aus. So eine Taube kommt an. Hör doch auf zu schreien. Oh, er hat eine Kavallerie gespielt. Pick in die Augen aus. Die Sache ist, glaube ich, sogar M hier ist sogar ein stärkerer Anführer momentan als Kel'Vaith. Hat zwar weniger Provisionen, aber der Anführereffekt ist nutzbar. Weil Kel'Vaith hast du halt häufig die Chance, so wie letztes Mal. Also letztes Mal hat der Anführer 6 Punkte gebracht, ne? Das ist auf dem Mauern drauf, aber es gibt auch mal Anführer, die bringen noch 4 Punkte und das ist halt für ein Kel'Vaith. Ich bin immer noch kein Freund von seiner Fähigkeit. Pikinier! Bring ihn zum Bluten, bring ihn zum Bluten! Okay. Ich bin gerade ein bisschen Wenn er ihn hochboostet, dann haben wir einen fahrenden Ritter. Ah, nothing so. Was? Das ist Sound of a Golden Block. Nichts ist so süß wie das Geräusch von laufendem Blut. Ja, das war ja auch verstanden, ja, ja. Aber. Nothing so thin. Also, Gurgling würde ich halt röcheln. Ich weiß nicht, wie ich es übersetzen würde. Okay, du kannst deinen fahrenden Ritter benutzen, er hat was hochgeboostet. Ja, ich sehe schon. Muss mal nur gucken, weil ich nicht mehr so häufig nicht gerade spiele, wo ich sie hinspiele. White Steed, Shiny Earth, Armor Eye. Hör auf, Englisch zu lesen, komm. Das ist ja nicht mal Englisch, das ist ja. Ja, das ist zu sore, das ist halt dieser Akzent. Ja, das ist halt, Alter. Das ist ja neu. Wenn die so reden, Tis a Knight, a Rund, a Ride, Patch a Coffin Maker. Das ist halt dieses Französisch-Englisch. Ja. Alter, das ist total anstrengend zu sprechen. Je m'appelle je suis. Ich überlege gerade, ob man... Also ich will Zwirs nicht ausspielen. Willst du einen Chilat ausspielen?
Es klingt jetzt vielleicht extrem doof, ne? Aber der Grund ist, warum Shilat, weil Plötze rauskommen. Mm. So, wenn du jetzt halt, du könntest sogar nächste Runde gegen ihn ziehen, ne? Ja, nee, du hast nicht. Aber ich weiß es nicht. Du wirst ihm vielleicht noch irgendwas auf der, was er jetzt nicht ausspielen wollte, vermasseln. Bloß Plötze kommt safe raus. Ich habe wirklich Angst, dass Plötze nach hinten losgehen kann. Der Axel ist einfach Krocher. Das ist einfach Krocher. Krocher. Das ist die Nachbarfraktion von Toussaint. Das ist Croissant. Croissant. Da tanzen sie immer alle. Da siehst du immer so über die Berge, hast dann diese Disco-Lieder. Ja, natürlich, du jetzt ein Gregor. Da hast du immer so die Disco-Lieder gesehen. Peter wird nicht gegen Nilfgaard viel bringen. Wahrscheinlich nicht, nein. Bonhard wäre besser. Bonhard wäre besser. Wegen den Hexern, stimmt. Wegen den Hexern und falls er mit Vivien auch was hochboostet. Könnte auch einen Doppelboost spielen. Ich glaube nur einen. Ja, ich würde einen ablegen. Frage ist, möchtest du weiterziehen? So, wir gehen jetzt mal alle Vorteile durch. Wenn ich weiterziehe, ziehe ich jetzt deine Karten. Du hast Doppler, raus. Er hat so. Keine Doppler. Ich habe Doppler, genau. Also wir ziehen eigentlich auch nicht so. Und seine Anführerfähigkeit ist auf einer kürzeren Runde stärker. Dann ziehen wir nicht. Arm verdünnen. Dann passen wir einfach. Und kommen auf Even Cards. Nein, weil er passt jetzt, du hast gewonnen. Nein, wir haben nicht mitbekommen, dass wir letzte Runde verloren haben. Okay, er spielt zumindest Hexer. Ne? Das ist schon mal wichtig für uns zu wissen. Mit Sexer. Was? Wegen Leo Bonhard. Du müsstest Leo Bonhard nur ziehen. Fahner Ritter ist nicht gut. Du bist gut. Der ist auch noch in Ordnung. Rimdi ist okay. Sklaveninfanterie. Ich überlege gerade, wollen wir noch einen Pekinier? Würde ich ablegen, auch eher. Ich weiß nicht. Ich würde Pekinier tatsächlich eher nicht ablegen. Ich überlege gerade, ob wir noch einen Emissär ablegen. Emissär? Wobei beim Emissär ist es halt sehr riskant, weil wenn du nur einen hast, dann könnte er den verwandeln. Ne? Also leg noch ein Pikinier für den Doppler. Einen nur, sonst habe ich mal drei gezogen. Aber du könntest noch einen Leo Bonhard aus dem Deck rausziehen. Ne? Oh, er spielt auch Doppler. Hinten, immer hinten, wegen Pikinier. Wegen Pekinier spielst du den hinten. Du kannst jetzt versuchen, sogar auch in lustig bis Spiel Anführer hol Leo Bonhard raus oder Peter. Aber ich würde es nächste Runde vielleicht sogar machen, weil wenn du einen Peter kriegst, kannst du halt direkt einen Gregor benutzen. Und wie läuft es heute? Bis jetzt ganz gut, ganz gut. Oh, klau dir seine Plötze. Seine Plötze, Weibchen. Klau seine Plötze, nimm sie dir rüber. Nee, Moment, warte, ich überlege gerade, Vigo erstmal. Erstmal die Vigo, weil er wird, glaube ich, nicht gleich Vivien spielen, oder? Ich denke auch nicht. Weil du hast sowieso ein Ziel zum Angreifen, ne? Aber ich denke nicht, dass er sofort ein Vivien spielt. Ich werde den. Nee, der bringt dir nichts. Du hast keine, die rausholen kannst. Dann spiel den Toussaint Knight. Der macht immer noch 4 Schaden. Schwächt halt auch nur gleichzeitig den Doppler, das heißt, dass du jetzt nicht in den Bonhard reinkommst. Oder du greifst die Saya an, greif dir Saya an. Klaus mir. Meine ist immer noch 5, ja, hat immer noch seine 8 Punkte gebracht, ne? Das ist auch in Ordnung. Er hat noch einen Pekinier, ne? Deswegen nach hinten, aber das ist egal. Ist egal bei dem. Gregor muss halt nur mit. Du kannst. Ich überlege gerade, weil kannst du irgendwie verhindern, dass der Pekinier die ganze Zeit schießt? Nö. Nee. Hast du irgendwas zum Verhindern? Kannst du was aus dem Deck rausziehen? Nichts, was viel Schaden macht, ne? Nein. Wir haben echt nichts, was Schaden macht, ne? Der wird schießen. Aber was soll ich tun? Ich überlege gerade, ob es gut ist, jetzt schon plötzlich zu klauen, ne? Weil du könntest dir Punkte sparen. Dann nehmen wir mal rein an. Okay, aber könnte jetzt auch eine Asaya halt auf 8 Punkte bringen. Das wären 6 anstatt 7 Punkte. Das wird sich nicht lohnen. Aber ich weiß, wenn ich jetzt Asaya rausspiele, bei meiner, also meiner. Ich würde tatsächlich eine Sklaveninfanterie rausspielen und deinen Vigo verwandeln. Jetzt schon. Ja, also mein, was würdest du sonst tun? Weil so früher du Rimdu rauskriegst, desto besser ist es. Das Einzige, was passieren könnte, ist, dass er jetzt halt einen Seraph hat und magisch sagt, okay, ich nehme deine Sklaveninfanterie weg, weil wenn du einen Rimdi hast, dann habe ich dir deine Soldaten weggenommen und du kannst sie nicht mehr effektiv nutzen. Warum macht er das? Ich weiß auch nicht, warum du seine ganzen Züge diktieren musst. Der kann alleine spielen. Unglaublich. Ja, spiel Rimdi. Macht jetzt auch keinen Unterschied. Doch, klar. Hä? Weil du ihm gesagt hast, genau. Stream-Sniper hat zugeguckt. Oh, das kann ich ja echt machen. Das Dumme ist nur, er kann Doppel-Leo Bonhard ausspielen. Das heißt, ich will auch noch mit Karten wie Gregor und Co. warten. Ne? Also wenn er Leo Bonhard auf der Hand hat, dann haben wir ein erhebliches Problem. Weil dann wartet er halt nur auf einen doppelten Leo Bonhard und dann haben wir verloren. Nee, du sagst jetzt gar nichts mehr.
still. Denkst du gerade, hm, stimmt. So hat die ganze Zeit Leo Bonhard angeguckt. Moment, das Spiel ist was anderes aus. Da war der Peter. Warte, Emmy ist ja boostet um 6 Punkte, dann boostet den hoch. Ich wollte gerade sagen, ich werde jetzt boosten. Du wirst keinen Gregor bekommen. Hey, Psy. Oh, ich bin. But there's no justice in it. Ah, das ist halt genau der Grund, warum man halt warten sollte. Naja, alles gut. Ich will jetzt sweeren, glaube ich. Willst du sweeren? Also ich überlege gerade, ob es vielleicht eine bessere Kombination gerade wäre. Anführerfähigkeit plus Gregor. Ich gehe halt wieder voll auf Glück. Ja, Bonhard und Peter, 2 Karten von 7 im Deck, du ziehst 3 Karten. Die Chance ist sehr hoch, aber... wenn ich einen Bonhard rausziehe... Zieh erstmal, spiel erstmal, oder? Willst du Spheres? Willst du nicht? Ja, doch, spiel Spheres. Komm, do it. Swear me, baby, one more time. Jetzt wird er sogar noch 2-mal angegriffen. Das ist Blackie! Hat er ausgespielt, fix. Okay, er hätte bewegen können, aber hat er nicht. Weil er jetzt zum Angreifen hat. Jetzt kannst du unsere Sai ausspielen. Plötze, rette Sphias! Plötze hat keinen Bock, Sphias zu retten. Sai ist einfach der Pferdeflüsterer. Sai ist einfach der Pferdeflüsterer hier, perfekt, okay. Die Soundeffekte sind grandios, Leute. Ich kann auch noch weiter vorlesen. Aber das ist gerade nicht so lustig. Einer wird sterben. Okay, du solltest vielleicht... Ich würde Sphias sogar... Ich überlege gerade... Ja, ich würde Sphias jetzt sogar erstmal mit dem Emissär hochboosten. So dumm das klingt, ne? Hallo! Wir haben beide noch unsere Anführerfähigkeiten, aber er liegt einfach mit 7 Punkten vorne. Also er kriegt noch 2 Punkte mehr. Vivian's a bit of an odd duck for a lady. In waiting. By the gods, you can't deny her beauty or grace. No. Was? Hat sie nicht gemacht. Hast du gemacht. Okay, letzte Karte, die hat es nicht. Hätte mal eher den hochboosten sollen. Okay, warte, pass auf, ich habe eine Idee. Okay, nimm sie zurück auf die Hand. Boostet den noch. Es wird sich nicht großartig lohnen. Ja doch, ich krieg keinen Gregor raus. Okay, ich habe eine Idee. Tu's nicht! Tu's nicht! Wir haben jetzt 2 Optionen. Wir können Gregor ausspielen, um nur einen Schaden zu machen, als 5-Punkte-Karte. Oder du boostest jetzt mit Vivienne den Wimdi hoch, damit er nur auf 3, also auf 7 Punkte kommt und er kriegt keinen Bonhard hin. Das wäre die andere Option. Die Frage ist, ob er Bonhard überhaupt hat, ne? Kann er noch erstmal gar kein Ziel geben? Ja, ich weiß, du kannst ihm kein Ziel geben. Indem du halt Vivian 7er hoch. Oder du spielst halt einen Gregor aus und machst nur einen Schaden. Das ist auch eine Möglichkeit, ne? Aber was ist besser? Vivian würde um 3 Punkte boosten, wir 6 Punkte. Ich will jetzt mal gucken, was ich rauskriege. Also Vivian würde halt. Naja, willst du wirklich jetzt schon gucken? Willst du. Also willst du. Warte, ich überlege gerade. Ich glaube, einen Gregor auszuspielen wäre sinnvoller. Weil es wäre nicht so riskant. Aber ich glaube auch nicht, dass er einen Bonhard noch auf der Hand hat. Wie viele Punkte? Ach, er hat ja auch schon gespielt. Weil ich glaube, wenn er einen Bonhard hat, ich denke nicht, dass er einen Bonhard hat. Weil sonst hätte er ja nicht den 1er Emissär, glaube ich, hochgeboostet. Der hat einen Bonhard. Wieso boostet er den 1er Emissär hoch und gibt uns nicht aber einen Bonhard? Ja, okay. Jetzt brauchst du Peter oder Bonhard. Jetzt was? Kommt's. Gib uns den Bonhard. Oder an den Peter. 2 Karten. Oh, okay, Bonhard. Dann machst du halt einen Achter weg und kannst mit Vivian nochmal 10 Punkte kriegen. Reicht trotzdem nicht aus. Oh, so ein Unentschieden. Ja, ich wollte gerade sagen, es ist ein Unentschieden. Rude, boah. Nilfgaard ist nicht besser als Nilfgaard. Wow, das ist die Erkenntnis des Tages. Ja, aber ja, Emmy ist halt tatsächlich ein bisschen besser als Kavet, ne? Nein, habe ich jetzt nicht gesehen, sie sind gleich stark. Haben wir einen Fehler gemacht? Hast du zu früh gesphiert? Nee,
Na doch, hättest du eine Runde später gesphiert, aber was hättest du sonst ausspielen sollen, ne? Das hatten wir noch auf der Hand, als du Spheres hattest. Wir hätten tatsächlich vielleicht den Vigo nicht verwandeln sollen, sondern halt die, wir haben ja auch vielleicht viel zu früh ein Emissär gegeben. Ja, wir hätten es gewinnen können, aber ist egal, mein Gott. Wir hätten alles gewinnen können. Also wir mal, komm, ich spiel mal eine Runde. Auch die WM. Und? Was ist passiert? Saya, ja, aber Saya hätte auch, plötzlich hätte halt auch im Midi-Bereich besser als zu verlieren. Das war eine schöne Runde. Ich verliere aber gerne. Da macht es auch mal mit mir Schwanzvergleich. Ich verliere Philipp dann immer. Aber nur, weil die Pflaume so hängt. Oh. Und Philipp Innenwuchs hat. Ja. Das sind Kombinationen, die kann man sich nicht aussuchen. Jetzt schon wieder. Okay, aber wir haben noch 22 Uhr. Wir dürfen halt so reden. So, was wollen wir haben, was wollen wir nicht haben? Wir müssen anfangen, ne? Nein! Ich denke, mein Dragoon kann ich ablegen. Ein Scout werde ich nicht wirklich haben wollen. Ich brauche keine zwei Archer. Ich kriege einen Call of the Forest. Das darfst du dir immer keiner erzählen, was hier abgeht, ne? Ich überlege sogar, ob ich einen Avalach Sage noch hochbooste um 5 Punkte. Wäre ein gutes Ziel. Wäre auch nicht zu stark für einen Cleaver. Plus, ich würde den furchtbar gerne nächste Runde wieder zurück eigentlich ins Deck mischen. Oder irgendwann später mit Call of the Forest. Aber nach ist ganz gut noch, damit wir unsere Fallen safe rauskriegen. Die Frage ist jetzt, hat er Ida und hat er Cleaver am Anfang direkt auf der Hand? Ida und Cleaver. Also ich weiß, dass er höchste Elfne spielt meistens mit einer Ida, ne? Weil da ist die Artefaktzerstörung, kostet halt nichts. Okay! Okay! Machen wir es halt so. Wir legen unsere Fallen aus. Jetzt kommt ein Zweierzwerg. Wollen wir es gegen Squirt Hill, wird die Feuerfalle meistens nicht wirklich sehr gutes Ziel. Ich spiele tatsächlich schon Chains Kicks aus Heiliger. Okay. Nehme ich hin. Ist in Ordnung für mich. Ist dann der Drache, der Gastauftritt in Game of Thrones, den fand ich sehr gut. Vom Drachen? Hm. Wieso habe ich den nicht dahin gespielt? Das wäre cleverer gewesen. Das wäre echt cleverer gewesen. Nein! Okay, das ist nicht schlimm, das ist echt nicht schlimm. Jetzt ist Drogon tot. Ja, niemand mochte Drogon. Klar. Alle mochten Drogon. Die Frage ist, das möchte ich halt natürlich nur rausholen, ne? Ich kann... Hab gehört, Oreo ist gerade der heiße Scheiß, dank Totem Potter. Ich hab tatsächlich sehr wenig Oreole gesehen bis jetzt. Nix. Wir spielen aber auch... Das Problem ist halt, okay, sie kann gut sein, sie kann sehr viele Punkte bringen, aber ja... Na okay, die Top-Decks spielen halt alle die Karten, ne? Machst du mal bitte unsere Karte nicht schlecht? Ich mache unsere Karte nicht schlecht. Ich mag unsere Karte. Was möchte ich rausholen? Ich denke mal einen Elfenschwertmeister. May your sword and arm be one. Was ist denn Stinky? Blacky? Stinky! Der liegt, glaube ich, auf der Couch, oder? Stinky! Nee. Wir haben ihn auch weggescheucht. Stinky Core? Ich glaube, er kommt nicht, wenn du ihn Stinky nennst. Wollen wir ihn wetten? Stinky! Würdest du kommen, wenn ich dich rufen würde mit Stinky? Ja. Weil ich weiß, dass du verbittert bist. Was? Er ist halt einfach zu faul, um aufzustehen, war er schon immer. Wenn ich was knistern würde und rufen würde, Stinky. Stinky! Aber er kann leider Papier knistern von Essen knistern. Unterscheiden. Er kommt an. Na, jetzt hast du es geschafft. Siehst du, ich musste ihn nur mit Stinky rufen. Na komm, Stinky. Okay. Möchte ich einen Zian zurück ins Deck mischen, aber was könnte ich mir rausholen? Ne? Ich kann jetzt auch eine alte Eiche ausspielen. Die macht 4 Schaden, das ist eigentlich ziemlich gut. Chains Kicks ist raus. Er hat also schon auf Stinky reagiert, sonst wäre er ja nicht so schnell hochgekommen. Naja, ich werde passen. Grüße vom Lazarett. Was?
Na, einfach Mulligan immer ziehen, wenn man sie braucht. Ja, wenn das so leicht wäre. Wenn das so leicht wäre, dann würde das jeder tun. Blick, du bist voller Haare. Kann man ihn eigentlich schnurren hören? Ich glaube nicht, weil dafür ist er zu weit weg. Das ist echt. Meinst du, er wird weiterziehen? Ich denke nicht, dass er es tun wird. Aber wenn ich ihm jetzt die Neophyten gebe, wird er es vielleicht tun. Guten Abend, Phil. Wieso kriegst du eigentlich diese orange getönte Brille? Damit Leute wie du das fragen können. Hallo, Timor. Das ist eine. Das ist ein Elton John Cosplay. Ja, das lach ist nicht über ihn. Nee, das ist eine Brille, die filtert halt das. Die ist an, sagen wir so, die ist angenehmer für die Augen, wenn du damit zockst. Ja. Also die Augen werden nicht so angestrengt. Ach so, hast fiese Magenschmerzen, dann gute Besserung, kommt vielleicht vom ganzen Knoblauch. Wobei, vom Knoblauch wurde mir noch nie schlecht. Ja, Magenschmerzen. Wusstest du, dass Knoblauch auch gegen Würmer Befall gut ist? Nein. Ist ein natürliches Mittel für Hunde und Katzen. Hast du es getestet? Jetzt hast du Blacky gerufen, jetzt liegt er jetzt schon wieder auf dem Mauspad und kann nicht die Maus dahin bewegen. Kannst du dem bitte nicht irgendwelche Sachen auf ihn rauflegen? Das mag er gar nicht. Ich glaube, das wird ihm zu schwer sein. Es ist ihm egal. Guck mal. Oh, du bist so süß. Dabei wissen zu viele, wie man Elder ihn ziemlich gut konnte. Ja, das stimmt auch schon wieder. Wir müssen mal deine Schuppen rauskratzen. Bei dem Kater los. Der hat ein bisschen und lass ihn noch. Der schuckt ganz schön. Die Frage ist jetzt, ob ich ihn tricken kann, ne? Möchte ich ihn tricken? Ich werde mal eine Pitfall Trap auslegen. Weil jetzt wird er denken, ah, das ist bestimmt keine Pitfall Trap. Wird eine Ida spielen, wird seine Ida verlieren und ich habe bam, eine Pitfall Trap da liegen. Jetzt sag nicht, der wird passen. Tatsächlich nicht. Ich hatte gestern erstmalig die Magenschmerzen aus Sorge wegen einer Bekannten und heute sind mir dann die Grillspieße nicht gekommen. Oh, nicht gut. Ja, das ist manchmal so, wenn man dann ein bisschen Stress hat, dass man dann, oder mehr Stress, dass es meistens auf den Magen geht. Eine Katze für Arm, oder? Er hätte mal passen können. Ich dachte, also er hat mir jetzt eigentlich damit gezeigt, dass er keine Ida hat. Okay, das ist noch ein sehr gutes Ergebnis für uns. Wir brauchen nur unsere Fallen. Das ist halt das jetzt das Wichtige. Wenn wir unsere Fallen ziehen, dann haben wir ganz gute Karten. Ich muss das mal googeln, warum der Kater so schuppt. Wir haben keine Falle gezogen. Das ist doch nie mehr normal. Elfenmoch möchten wir auch nicht ziehen. Elfenscout. Keine Falle. Wir haben noch zwei Fallen im Deck und wir haben keine gezogen. Das ist echt nicht gut. Das heißt, wir können maximal gerade noch zwei Fallen verwandeln. Das gefällt mir nicht. Oh, Stinky. Warum nennst du den Arm immer Stinky? Mach doch gar nicht. Mink kann ja nicht manchmal Stinky. Reibst du dich jetzt an mir? Und damit du auch stinkst. Ah, schießt uns alle Elfen weg. Also wir werden die Elfen nicht mehr aufs Feld kriegen. Ja, das klingt jetzt vielleicht blöd, aber kann ich mir großartig viel machen, ne? Wenn ich das mache, kann er mir den wegschießen. Ich kann auch erstmal Mark Kammerhorn ausspielen, weil der wird sowieso nicht passen. Dann kann ich verwandeln und kann dem 6 Punkte boosten. Ja, er hat eine Ida, ne? Ja, es ist halt, wir haben schon verloren. Sei doch nicht immer so. Nee, wir haben wirklich jetzt schon verloren. Das Problem ist nämlich, er hat noch ziemlich gute Karten. Ja, wir haben keine Sachen, mit denen wir mehr verwandeln können. Ich krieg, glaube ich, sogar nicht mal 5 Elfen aufs Feld. Also ich würde 5 Elfen aufs Feld kriegen, aber wenn er mir noch einen Elfen wegschießt, ja, das ist halt, das kannst du schon vergessen. Eldarin ist momentan echt nicht mehr so gut. Wahrscheinlich, aber wissen die meisten jetzt, wie man mit ihm herumspielt. Der Kater ist unglaublich.
Der ist halt einfach entspannt. Kann auch nichts dafür, dass du ihm die ganze Zeit Sachen rauflegst. Du bist dran. Spiel du noch eine Runde. Ich spiele mit dem Kater. Okay, dann spiele ich eine Runde mit mir. Ich bin ein bisschen fertig von Arbeit. Ich bin ja ganz ehrlich. Wenn ich Spätschichten habe, ist immer so. Gut. Ich bin ehrlich, ich habe Game of Thrones geguckt in der Nacht. Elden hat wirklich ein extremes Problem, wenn man mit ihm anfangen muss. Und zurzeit lasse ich mich wieder ein bisschen... Also Elden hat wirklich momentan ein extremes Problem, wenn man anfangen muss. Blackie ist total zen. Der ist mehr als zen, der ist auch total... total im... Wie nennt man das? Yin und Yang. Das auch, ja. Im... Wenn man den Raum so einrichtet, dass der... Feng Shui? Ja, genau, er ist total Feng Shui. Er legt sich überall hin und es Feng Shui. Ja. Manchmal kippt er auch auf dem Rücken und streckt die Beine aus und es Feng Shui. Feng Shui Cat. Das ist der neue Superheld. Funke. Aber wusstet ihr, dass das wirklich funktioniert mit dem Feng Shui? Was? Was? Wenn du den Raum so einrichtest? Jetzt kommen wir nicht mit irgendwelchen Hokuspokus. Nein, das ist kein Hokuspokus. Wenn du zum Beispiel einen Spiegel oder so im Zimmer hast, schläfst du automatisch schlechter. Oder je nachdem, wie du dein Bett richtest, schläfst du auch schlechter. Das ist wirklich so. Okay. Du kannst halt entspannter schlafen, wenn du manche Stressfaktoren weggelassen hast. Your tricks will not save you, Dwarf. Dunkeln oder mit wenig Lichtverhältnissen in den Spiegel guckst, dann siehst du nicht. Wow! Nein. Feng Shui. Nein. Wenn du nur deine Silhouette siehst, dann fängt dein Gehirn an, sich Gesichter auszumalen. Also so Horrorgestalten oder so. Also nicht bei jedem ist das so, aber bei manchen. Wenn du dann mehrere Minuten auf deine Silhouette starrst. Weil sich das Gehirn dann langweilt. Aber ich glaube, langweilen ist der falsche Begriff. Ping. Ich überlege auch, ich hätte Cleaver schon früher ausspielen sollen, ne? Dann bringt es halt nur 8 Punkte, aber er bringt 8 Punkte. Ist dann halt wie eine optische Täuschung. Das ist, glaube ich, eine bessere. So. Wir machen gegen Francesca, ziehen wir durch. Blackie fällt gleich. Dann lass den Kater fallen. Mein Hirn langweilt sich immer, das ist schlecht. Muss jetzt auch Game of Thrones schauen und ich habe Angst nach der letzten Folge. Ah, die Folge. Hab keine Angst. Die Folge an sich ist gut. Was? Die Folge war nicht schlecht. Die war wirklich nicht schlecht, aber der ganze Plot drumherum ist schief gegangen. Ich fand die Folge nicht schlecht, wie gesagt. Das lag an was anderem, dass das halt totaler Mist war. Ah, wie gesagt, weil sie halt schreiben zu schnell. Habe ich so das Gefühl. Zeit fehlt. Aber sie hätten jetzt auch nicht noch eine Staffel ranhängen können, das wäre ja dann Ausschlachten der ganzen Sache gewesen. Naja. Ja, keine Jedi-Ritter. Nee. Weißt du, was wir jetzt mal machen? Ganz lustig, wir passen jetzt und machen einfach mal noch eine etwas mittellange Runde, ne? Nee, Game of Thrones ist schon cool. Okay, dich brauche ich überhaupt nicht. Und wenn die Fans so weitermachen, wird die letzte Staffel eh nochmal gedreht. Das wäre lustig. Das wäre so lustig. Wir haben eine richtig, richtig schlechte Hand. Aber eine absolut. Was soll ich denn hier? Wieso ist es eigentlich immer so? Wenn ich mit M hier spiele, ziehe ich nie die Hexe an. Okay. Das, weiß ich nicht. Er will wahrscheinlich einen Ragnarok oder einen Zerreißen haben. Du akzeptierst sie halt nicht als richtige Witcher. Du musst im Zen mit den Hexern sein. Das ist vielleicht das Beste, was ich aus dem Peter rausholen kann. Man kann vieles aus Peter rausholen. Organe. Den Mageninhalt. Den Darminhalt. Blackie! Nicht runterrollen! Dein M hier Deck hat schlechtes Feng Shui. Echt mal, du musst es mal anders einrichten. Wenn ihr mal eine KFU-Karaoke-Folge mit uns sehen wollt, wir werden sie tun.
So, ich hoffe jetzt natürlich, dass nächste Runde Peter getroffen wird. Wenn nächste Runde Peter getroffen wird, kann ich Peter zurück auf die Hand nehmen und das Saiyan nochmal komplett hochboosten. Das würde mir die meisten Punkte bringen. Star Wars. Oh, jetzt nicht Peter jetzt plötzlich. Nein! Okay, da muss er rüberkommen. Mit einer Anführerfähigkeit und noch einer Karte. Das ist ein Ida und ein Zerreißen wird es noch sein. Man Zerreißen reicht nicht aus. Ja, Francesca ist auch echt nicht gut. Nee, Muzzle hat er. Wieso hat er Muzzle? Wann hat er Muzzle gespielt? Hä? Ach so, erste Runde. Habe ich komplett vergessen. Ich dachte, er hätte nur ein Zerreißen gehabt und einen Punkt verloren. Ja, aber wir haben auch echt missgezogen. Aber Francesca hat, also hätten wir eine Karte besser gezogen oder hätte der Peter halt nicht kaputt gemacht, dann hätte es halt bei weitem geklappt. Komm, wir machen noch eine Runde mit ihm hier. Ist ja unglaublich. Sogar allein Seraph hätte gewonnen, aber warum Aux? Oh, jetzt kommt er gleich wieder runter. Ich muss ihn gleich wieder festhalten. Ich habe komplett das Muzzle vergessen. Muzzle Tov. There is but one punishment for traitors. Aber oh. Francesca ist trotzdem, wenn du die auch ziehst und die spielt halt Ragnarok und so, ist ja auch nicht unbedingt die beste Anführerin. Ich kann mit dem anfangen. Ich habe einen Cleaver für Early Game Tempo. Eine Amalest werde ich nicht brauchen gegen dieses Matchup. Plötzlich muss ins Deck rein. Ich ziehe zwei Sechser. Das ist, aber ich habe jetzt wenigstens die anderen beiden Hexer auf der Hand. Ich befürchte, dass ich mit dem Ende von Game of Thrones nicht zufrieden sein werde. Das kann mich schon alles versauen. Luria! Kennt ihr das? Man guckt eine Serie und dann ist das Ende so unbefriedigend, dass ihr euch nach der Serie so leer fühlt? Hab ich beim Kacken. Bist ja wie ein Frosch, nur andersrum. Du kackst deinen ganzen Darm mit aus. Dun, dun, dun. Arbalest. Das werden die wenigsten sein, weil alle so hohe Ansprüche haben. Nee. Ich hab nicht mal hohe Ansprüche. Ich habe eigentlich auch keine hohen Ansprüche, aber ich finde halt, bei den Charakteren, sie sind momentan zu schnell. Ich bin jetzt schon sehr unzufrieden und ich muss sagen, sie haben sich nicht genug Zeit gelassen für die ganze Charakterentwicklung. Das hat man halt gemerkt. Ich bin der Meinung, auch die. Ja, die Staffel hat ein bisschen ruhiger angefangen. Die hatten eigentlich gar keine Zeit dafür. Ich fand, es ging halt auch noch. Es ist jetzt nicht grottig, so wie viele andere sagen. Es ist jetzt wirklich nicht grottig. Im Vergleich zum Rest der Serie, ja okay, muss man sagen, es ist eine Verschlechterung. Also ich finde es geil, wenn Danny alles abfackelt und in den Ruinen auf dem geschmolzenen Thron sitzt. Und alle anderen sind tot. Ich hoffe natürlich, dass sie stirbt. Ich hoffe richtig, dass sie geköpft wird und der Kopf nochmal aufgespießt wird und nur zur Sau gestellt wird. Weil ich die nicht mag. Ich mag die einfach nicht. Oh, ich mochte sie. Ja, am Anfang mochte ich sie, aber dann ist es halt alles immer so extrem negativ mit ihr rumgeworden. Von daher, ich hoffe, dass sie geköpft wird. Nein. Am Ende explodiert die komplette Welt, ja. Am Ende ist es einfach so, das haben wir schon gesagt. Ja. Am Ende ist es einfach so, dass Bran eine Vision kriegt, so zack, und dann so, denkt so, oh nein, so darf es nicht ablaufen. Und dann kommt, ja, dann kommen die Credits. Und das war Game of Thrones. Weil sie noch eine nächste Season machen wollen. Ja, so. Das ist so ein Alternativende. Oh nein, so darf es nicht enden. Unsere Zuschauer sind unzufrieden. Hast du noch das Alternativende? Ja. Möchte ich einen Peter haben? Ich meine, er boostet sich hoch, aber ein Peter ist nicht effektiv. Ich hoffe ja, dass Bran der neue Nachtkönig wird. Wann soll das alles noch passieren? Ja, natürlich gibt es viel Schlimmere als Danny. Die wünsche ich mir auch tot. Das habe ich habe ja nicht gesagt, dass ich die verschonen wollte. Naja, ja, ach, keine Ahnung. Ich find's traurig, was aus Danny geworden ist. Arbalest. Es gibt bestimmt zwei Spin-Offs, deswegen hauen die nicht mehr alles raus. Naja, die Story ist aber dann vorbei, die jetzt ist. Die Spin-Offs spielen nur davor. Naja, mir tut die leiden. Ja gut. Mir tut sie nicht so leid.
Weil ich finde, es gibt Charaktere, die haben wesentlich Schlimmeres erlebt als sie. Klar, sie hat auch schlimme Sachen erlebt, aber es gibt Charaktere, die haben wesentlich Schlimmeres erlebt und die sind nicht so ausgetickt. Aber es kann jetzt auch sein, dass sie jetzt halt sehr schlecht geschrieben ist. Wir haben keinen Augs gezogen, ne? Wir brauchen Augs, brauchen wir einen Peter. Brauchen wir Peter. Sag mal, ob wir Peter brauchen. Ist Peter gut? Alle um sie rum sind dumm oder Versager. Ja, da hat er völlig recht. Okay. Wer denn? Ja, wer hat denn Schlimmeres erlebt? Jon Snow, finde ich, tatsächlich hat Schlimmeres. Was hat er denn erlebt? Naja. Schlimmes. Ja. Ja. Ja, ne? Ja? Bei Jon war es tatsächlich so, dass alles jenseits der Mauer, der Kampf gegen die Wanderer, dann der Verlust seiner Heimat, das Winterfell immer eingenommen wurde, dass halt das seine aber, ehemaligen Hof knapp alle getötet wurden. Es ist, ja, okay. Mit denen hat er ja aber nicht so eine krasse emotionale Bindung, wie jetzt Danny beispielsweise mit ihren Drachen? Ja. Ihren Drachen oder. Ja. Das ist halt. Die Drachen sind halt gleichgestellt wie Kinder, ne? Du kannst es halt nicht vergleichen. Ja, das verstehe ich schon. Gibt's was Schlimmeres, von einem 2,10 Meter Mann vergewaltigt zu werden? Warum lachst du so? Ich weiß nicht, also nein, es gibt. Der ist doch selber schuld mit seinem. Genau, ich finde John nämlich auch overhyped einfach, ne? Aber das ist ja. Das ist ja gleich so, hate. Das darf man ja nicht sagen. Ne? Und ich bin auch der Meinung, dass er halt so in der. Ich finde auch, Tyrion Lannister hat was Schlimmeres erlebt. Okay, wir haben einen Ehe und wir haben keine. Daenerys wurde von ihrem Bruder immer geschlagen und misshandelt. Die ganze Kindheit. Ja, gut. Tyrion wurde halt auch misshandelt, sagen wir mal. Und der hat es nicht leicht, so als kleiner Mensch. Ja, gut. Da müsstest du doch sogar noch eher mitfühlen können. Nee, er hatte schon. Er konnte sich halt mit viel Geld und alles rausholen. Also, keine Ahnung. Der hat es halt noch recht gut gehabt. Boah, die Frage ist jetzt, kann ich ihm noch irgendwas Gutes klauen? Ich denke mal, ich benutze jetzt schon Zwirs. Wollte ihm eigentlich den klauen, aber den boostet die ganze Zeit hoch. Ja, ich finde Tywin Lannister auch nicht mehr so toll. Bei der Menge an Fehler hätte jeder König den längst gehängt. Aber gut, da muss man auch wirklich sagen, dass die Feinde so clever mit ihnen gespielt haben, ne? Okay, wir haben tatsächlich noch einen Block. Richtig, sie wurde von ihrem Bruder an die Dothraki verscherbelt, nachdem ihre ganze Familie ausgerottet wurde. Und jetzt sterben alle, die noch, die ja noch wichtig sind. Inklusive ihren Kindern. Am schlimmsten hat es doch immer noch Cersei getroffen. Ich finde, am schlimmsten hat es Jamie getroffen. Hast du schon mal versucht mit der Goldhand? Ich meine, es geht Blackie, du rollst auf die Leertaste. Komm zurück. Kommando zurück. Der rollt einfach auf die Leertaste, der Kater. Das ist unglaublich. Mein Cersei hat halt wirklich alles verloren. Also es gab viele Charakterentwicklungen, die haben Schlimmes durchgemacht. Okay, die Sache ist, ich habe sowieso nichts mehr zum Blockieren, ne? Also warum soll ich es überhaupt versuchen? Gut, aber wenn du nicht weißt, dass du in Game of Thrones lebst, woher willst du denn wissen, dass das in Game of Thrones schlicht dumm ist? Das ist echt gerade nicht so. Geht zur angenehm. Abwechslung früh ins Bett. Gute Nacht, Schmenz. Hau rein, Schmenz. Am schlimmsten sind die toten Drachen. Das ist so schlimm mit anzusehen, wie wenn Blackie nicht mehr da wäre, genau. Ja, dann wäre ich traurig. Ja. Aber ich würde jetzt deswegen nicht halt Berlin ausrotten. Meinst du, so ist der Zweite Weltkrieg entstanden? Weil jemand Blondie getötet hat? Ja. Aber wenn jemand Blackie den Hals umdrehen würde. Dann würde ich den Hals umdrehen. Siehst du. Ja, aber nur dem. Und nicht irgendwelchen Unschuldigen. Das ist immer so die Frage. Oh, das ist gut. Er hat Ockwiss auf 8 Punkte geboostet und ihn immun gemacht. Leck mich. Victory for death!
Okay, was ist jetzt das Beste, nochmal neu auszuspielen? Eigentlich wäre es ein Rimli, ne? Bitte booste noch irgendeine Karte. Er spielt halt echt perfekt um Leo Bornhardt herum, ne? Siehst du, Loki würde es verstehen, wenn Berlin wegen Blackies Tod brennen würde. Er spielt halt echt perfekt um Leo Bornhardt herum. Er hat nicht eine Karte hochgeboostet, die wir angreifen können. Ja, kriegt er hin, oder? Das sind nur 27 Punkte. Mein Oculus alleine macht schon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ja, Oculus alleine macht schon 11. Der Drache war immun. Ich kann immune Ziele nicht anvisieren. Der hat ihn extra immunisiert. Das war clever von ihm. Er hat einen Peller sogar auch noch, okay. Ich krieg langsam Hunger. Ah, bei Mev ist es tatsächlich so, wenn er halt, Augs wäre so nützlich gewesen. Er hätte zwar noch was wegpellern können, aber ja. Egal. Ja, Nilfgaard ist irgendwie, weiß ich nicht. Ich spiele nochmal das Video-Deck. Nilfgaard ist irgendwie nicht so meins. Ich weiß nicht. Ich finde es immer noch relativ langweilig. Ich kann gut mit Nilfgaard klar. Ist halt. Was ich an Nilfgaard momentan so langweilig finde, ist, dass so viele Karten in Decks sind halt ziemlich gleich. Ne? Du siehst ziemlich häufig Vivienne, Plötzer, Bonhart. Ja, gut. Nachteil. Close ranks. Das ist nicht gut. Viel Spaß, Nature Boy. Hau rein. Nilfgaard, Jule und Skellige Phil. Okay, ich habe sogar zwei Doppler schon für den Anfang, was mir relativ gut gefällt, weil ich möchte ziehen. Und Peter. Wir haben Peter. Überleg sogar. Ah ne, wird er sowieso nicht tun. Von Hart. Ich überlege gerade echt hart auf den Bonhart, ne? Also ich meine, Peter würde auch ganz gut sein, aber ich krieg den halt sonst nicht weg. Ich krieg den halt sonst nicht weg. Ja, und ob der Doppel jetzt einen Punkt weniger hat oder nicht. Machen wir Tempo, ziehen zweite Runde. Blacky. Na, Spieler Trebuchet. Fight for the team. Ich habe keinen Gregor, ne? Gregor, du Kliegen. Ich möchte natürlich auch die erste Runde irgendwie gewinnen, das heißt, ich werde mal noch einen weiteren Vigo ausspielen. Krieg noch einen Doppler, das gefällt mir relativ gut. Plus die Doppler werden in den nächsten Runden eh nicht so toll sein. Aber ich habe halt keine Chance, diese Widerläufe aufzuhalten mit Nilfgaard, wenn ich nicht die Hexer spiele, weil ich habe keinen Block in diesem Deck. Lass mal eine Petition starten, die letzte Staffel von Game of Thrones nochmal drehen. Ich glaube, die werden da nicht so erfreut. Weil die haben schon 2 Jahre für die jetzige gebraucht, ne? Ja, gut. Ich glaube, die Schauspieler, es ist auch schwierig, ich glaube, die Schauspieler alle wieder ranzubekommen. So. We have the milks of milkmaids. Gänger, nicht Läufer, Phil. Die Wiederläufer. Ja, heißt im Deutsch Wiedergänger. Kennen Sie auch ganz gerne die Revenants. Sie sehen aber schnucklig aus. Zerreißen, es war klar, dass er zerreißen hat. Dass sie weniger Folgen sich seit Staffel 6 wirklich auch negativ auf GOT ausgewirkt haben. Ja, weil sie halt
Also es ist halt auch eine Serie, die halt viel erzählen muss. Ja, man verliert sich dann so ein bisschen in die Welt. Aber wenn halt die Dialoge und alles nur runtergerasselt werden... Das Problem ist halt, ich habe keinen Soldaten, die ich momentan mit Wimdy boosten kann. Also ich habe nicht die optimalste Hand. Ich habe nicht die optimalste Hand gerade. Frost hält noch 2 Runden an. Werde natürlich ziehen, soweit ich kann, aber... Okay. Kriege ich das hin, mit 2 Karten aufzuholen? Das ist jetzt immer die Frage, die ich stellen muss. Ich verliere noch einen Punkt. Emissaire bringt mir 5 Punkte. Dann könnte ich immer noch eine, 4-Punkte-Karte ausspielen. Ich verliere einen Punkt. 5 plus 4, das würde ausreichen. Aber ich habe nicht mehr wirklich sehr viel zum Ziehen. Ich habe nicht mehr wirklich sehr viel zum Ziehen. Das ist gerade mein Problem und meinen Anführer möchte ich nicht rausspielen. Spielt ja, das spielt sehr viele Zauber, ne? Oh, das ist jetzt die Fragen der Fragen. Würde ich das hinkriegen mit irgendeiner Karte? Keine Revieren, ich habe keine, Assign, ich habe nichts. Muss passen. Möchte mir die erste Runde nicht geben, aber es geht leider nicht anders. Immer ein Doppler nachgezogen. Und die Ausdünner, okay. Das sah erst gut. Okay, dann spiele ich mal die Brigade auf. Ich brauche eine Sklaveninfanterie auch, ne? Aber ich habe ja noch 2 im Deck. Vivien, Zwirs wären ganz gute Karten, aber die könnte ich auch vielleicht mit dem Anführer rausziehen. Hast du viel geheizt im Winter? Wieso? Wegen den Schuppen vom Black. Weiß ich nicht. Vielleicht lag er an der Heizung. Oh. Sklaveninfanterie möchte ich ganz gerne noch. Sklaveninfanterie möchte ich. Kann ich noch irgendwas Negatives ziehen? Eigentlich nicht, ne? Ich kann eigentlich nur was Gutes ziehen. Sklaveninfanterie. Okay. Oh. Und Stoffwechselkrankheiten wie Diabetes bei Katzen sollte ebenfalls unbedingt geprüft werden. Meinst du, wir sollen mal mit dem Arzt zum Arzt fahren? Habe ich dir schon 5-mal gesagt. Aber guck mal, er sieht doch so glücklich aus. Weil er von seinem Gewicht auch nicht mehr runterkommt. Er sieht doch so glücklich aus. Ja, er ist wahrscheinlich auch glücklich. Aber Diabetes wäre ja trotzdem nicht so schön für ihn. Diabetes. Er hat halt massives Übergewicht. Ja, er ist schon ein bisschen dick. Ein bisschen? Was wird er wiegen? 10 Kilo? Ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass er so viel wiegt. Doch, ich brauche 2 Hände, um ihn hochzuheben. Ja gut, du bist auch schwach. Hast du dich mal mit ihm auf die Waage gestellt? Ich habe nicht meine Waage hier. Soll ich mal eine Küchenwaage mitbringen, die 15 Kilo wiegt? Der wiegt safe 10 Kilo. Frage ist, ob ich Peter brauche eigentlich nicht. Ich hätte vielleicht Peter ablegen sollen. Pikinier oder Sklaveninfanterie würde mehr Punkte bringen als Peter. Seine schießt jetzt die ganze Zeit irgendwas Hardcore an. Sag nicht, das ist so ein unitless Deck. Sag nicht, das ist so ein unitless Deck. Na komm rüber.
Da hätte ich sowieso nicht drum herum spielen können. Ah, hier hätten wir ein paar Punkte wieder gut machen können. Er hat aber noch was Stärkeres als eine Trebuchet auf der Hand. Der zweite Trebuchet. Stand and fight, cowards! Blacky Schweif und Blacky selbst? Instant Duell. Blacky State. Das sieht nicht gut aus. Vielleicht sollte man dieses Deck, also dieses Doppler-Menschen-Deck, eher mit Dingens spielen, mit Dingens als Anführer M hier. Ich glaube, das wäre sogar noch ein Ticken besser, weil irgendwie mangelt es mir so ein bisschen an Kavets Fähigkeit. Ja. Und wegen den zwei Profi, also überleg mal, so eine Fähigkeit können uns jetzt, also okay, ich kann was Gutes rausziehen wie eine Sklaveninfanterie, das wäre das Optimum, aber ich kann halt auch was Schlechtes rausziehen, wie... Kelvate ist halt, naja. Guck mal, was wir rausziehen. Okay, ein Peakman ist in Ordnung. Problem ist jetzt nur, ich habe jetzt keinen wirklich tollen Wimdi, weil ich halt nur... einmal mit Wimdi boosten kann, ne? Krieg auch keinen Gregor hin. Hätte ich mir lieber einen Gregor rausholen, aber ich hätte keine Möglichkeit mehr gehabt, um einen Punkt zu schwächen, ne? Er hat immer noch seine Einser auf der Hand. Ich war voll im Hunger. Okay, bessere Plätze werde ich nicht hinkriegen. Ich jammer den Leuten heute bestimmt wieder zu viel. Und die Katzensterne auch voll im Bild. Kannst du sie nicht einfach aussperren? Nein, Katzen. Kam so ein ähnliches Kommentar nicht schon mal? Das Katzen stören? Nein, eigentlich nicht. Doch, ich glaube. Das ist schon ein bisschen her. Wir hatten, glaube ich, noch nie einen Kommentar, dass die Katze stört. Doch, doch. Okay, er nimmt den weg. Weil Blacky immer ins Bild und Ceres immer gemauzt hat. Nur, dass mit den Katzen stört ein bisschen. Doch, hatten wir, klar. Bitte triff eine von den... Ah, nein, das ist nicht gut. Hat noch zwei Instant-Effekte. Die letzte Karte, die er ausspielt, kann natürlich noch einen Punkt haben, aber selbst... Also was könnte es sein? Fünf? Ist es ein Gauntlet-Dim? Okay, den würde er natürlich instant haben wollen. Ja, das Problem ist, er kann Gregor verhindern. Ich denke mal, er wird auch über die letzte Karte rüberkommen. Es sei denn, er hat noch irgendwas Totes. Nilfgaard, ich weiß nicht warum, aber Nilfgaard ist nicht so meins. Aber trotzdem knapp. Ey, nichts gegen Blacky. Doch, ich glaube, das ist schon länger her, da hat sich mal einer beschwert, dass die Katzen immer dabei sind. Ich sollte diese Season kein Nilfgaard spielen. Nein, okay. Sollst du nicht. Überlass es mir. Ich will jetzt nach Hause. Ist schon? Ja, ich habe Geburtstag und ich will nach Hause. Okay. Dann ist es ja auch schon 23 Uhr gerade. Ich war gerade voll abgelenkt. Okay. Ich habe es gemerkt. Ich wollte jetzt gerade noch mal eine Runde mit Drauk loslegen, aber ist egal. Ich habe nicht mal Kuchen bekommen. Ja, soll ich dir diesmal einen Kuchen backen? Du hast mir auch nicht zum Geburtstag geschenkt. Back lieber nicht. Ja, haben wir was gebacken. Ja. Du weißt, dass es bei mir nicht so dicker aussieht derzeit noch. Okay. Vielen Dank. Außerdem waren wir am Wochenende schön feiern, ne? Schön feiern, ja. Ja, das stimmt. Das stimmt, also da kannst du nicht meckern. Schön feiern, 2 Stunden, viele Drinks. Oh. Ach, wir haben euch die Falschen gebracht. Hier, ihr habt 6 Schottis umsonst. Oh, ja. Spielt keiner Gwen gerade? Spielt keiner Gwen? Was? Ja, dann hosten wir Mashimiri. Gegen den haben wir ja auch heute ganz am Anfang gespielt. Schön. Wie gesagt, morgen sind wir wieder um 20 Uhr da. Spielt keiner Deutsch... Schalke, wo bist du? Schalke, du musst wieder... Sind wir alle eingeladen? Du musst performen. Wir brauchen wieder jemanden, den wir hosten können. Eingeladen, das ist eine gute Frage. Was soll ich da einen Raum mieten? Aber ihr müsst selber zahlen. Ihr müsst selber zahlen, genau. Alle müssen selber zahlen. Ihr seid eingeladen, aber ihr müsst selber zahlen. Eintritt, ein Abo. Okay, wir bedanken uns fürs Zusehen, wünschen euch noch einen wunderschönen guten Abend. Morgen 20 Uhr, wenn nichts schief geht. Und Mittwoch, Donnerstag wahrscheinlich erst 20.30 Uhr bis 21 Uhr. Tut uns furchtbar leid, aber geht nicht anders. Geht nicht. Und wenn Philipp verschläft, noch länger. Ja, falls ich verschlafe. Nein, bis dann. Wird nicht nochmal passieren. Haut rein. Tschüss. Ciao.